Und somit herzlich willkommen beim Salzburger G-Magazin und einer Sondersendung zum Thema Innovation. Anlass dieser Sendung ist der erst vor kurzem stattgefundene Innovation Summit 2018, zu dem die Salzburger G eingeladen hat. Thema der Veranstaltung, wie wir in Zukunft leben, arbeiten und uns fortbewegen. Und das im Jahr 2030. Dazu haben wir den renommierten Trend- und Zukunftsforscher Lars Thomsen zu uns nach Salzburg eingeladen. Er gilt als einer der einflussreichsten Experten für die Zukunft der Energie, Mobilität und Smart Networks. Eine Zusammenfassung dieser Veranstaltung zeigen wir Ihnen jetzt und im Anschluss gibt es noch eine Podiumsdiskussion zum selbigen Thema, also wie wir im Jahr 2030 leben, arbeiten und uns fortbewegen. Schönen guten Abend. Vielen Dank für den netten Empfang. Jetzt wollen wir 12 Jahre in die Zukunft blicken, 2030. Und das erscheint auf den ersten Blick ja ganz schön weit weg. Wenn wir mal eine andere Zeitrechnung nehmen und wir rechnen in Wochen, dann sieht man, wie schnell sowas kommt. 12 Jahre sind ungefähr 600 Wochen. 600 Mittwochabende, so wie heute, also die Mitte der Woche ist erreicht. Jetzt haben wir noch 2 Tage morgen und übermorgen, die wir die Woche Zeit haben, unsere Dinge zu erfüllen. Und vielleicht geht das Ihnen ja auch so. Wir denken schon ab und zu über die Zukunft nach und wir finden auch jede Menge neue Impulse. Bei mir ist es so, wenn ich auf Reisen bin, dann lese ich Magazine, die ich normalerweise nicht lese. Und da ist ein interessanter Artikel drin über künstliche Intelligenz oder Blockchain oder eine Theorie, wie sich die Gesellschaft entwickelt. Und man ist vielleicht ein bisschen müde, den jetzt zu lesen. Also reißt man die 3-4 Seiten raus, faltet sie zusammen, steckt sie in die Jacketttasche und sagt, das muss ich irgendwann mal, wenn ich Zeit übrig habe, mal lesen. Nun kommt man an seinen Arbeitsplatz zurück und es liegen ganz viele Briefe schon vorne drauf. Man hat eine Liste, die man abarbeiten muss, wo man schon hinterher ist. Und die ganze Zeit macht unser Computer bing, 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 bing und es kommen neue WhatsApp-Nachrichten oder neue E-Mails und neue Dinge rein. Naja, und dann hat man noch diesen Artikel in der Tasche und ja, man muss ihn irgendwo hinlegen, dass man sich irgendwann mal drum kümmert. Bei mir landet der auf einem Stapel, der ist ganz hinten rechts auf meinem Schreibtisch, den nenne ich den To-Do-When-Time-Stapel. Also der Stapel, den ich dann mal angehen würde, wenn ich alle Dinge erledigt habe, also keine E-Mails mehr zu beantworten habe, keine WhatsApps mehr zu beantworten habe, meine Rückrufe alle gemacht habe, meine Steuererklärung, Reisekosten, Mitarbeiterbesprechungen. Ja, und dann geht er da drauf. Und übermorgen um diese Zeit oder in ungefähr, naja, sagen wir mal 44 Stunden von jetzt, am Freitagnachmittag, gucke ich auf diesen Stapel und siehe da, von jedem Freitag zu jedem Freitag höre ich mich den gleichen Satz sagen. Es kann doch nicht wahr sein, dass die Woche schon wieder vorbei ist. Ich habe nichts von dem geschafft, was wirklich wichtig ist. Ich habe zwar jede Menge Dinge getan, aber diese wirklich wichtigen Dinge habe ich keine Zeit, darüber nachzudenken. Das sagen wir 600 Mal an einem Freitag, so wie übermorgen, und dann sind wir schon im Jahre 2030. Jetzt gucken wir mal 600 Wochen zurück. Vor 600 Wochen war der größte Anbieter von Telekommunikationsgeräten die Firma Nokia. Es war nämlich das Jahr 2007, als Nokia eigentlich einen Marktanteil hier in Europa von 33%, weltweit sogar 41% hatte, und die waren sich relativ sicher. Und dann war Januar 2007, trat Steve Jobs auf eine Bühne, holte ein kleines Gerät aus der Tasche und sagte, we call it the iPhone. Und die Menschen, die es angeguckt haben, haben gesagt, das wird nichts. Das braucht kein Mensch, weil wir haben ja schon gute Telefone, wir haben Laptops. Naja, und er sagte einen interessanten Spruch. Er sagte, if a trend becomes obvious, you're too late. Also wenn der Trend erst offensichtlich ist und jeder ihn begriffen hat, also gerade an die Unternehmerinnen und Unternehmer, die dazu gehört haben. Also wenn man so lange wartet, bis alle den Trend begriffen haben und man dann erst anfängt, hinterher zu arbeiten, dann ist man in der Regel zu schnell. Und er hatte recht. Denn wir sehen, wenn wir die Technologiegeschichte der letzten Jahrhunderte anschauen, dass Technologien nicht zufällig kommen, sondern eine gewisse Logik in sich bergen. Wir sind auf der Suche nach dieser Logik, wenn wir die Zukunft versuchen vorauszusagen. Eine kurze Erklärung, wie Zukunftsforschung funktioniert. Haben Sie schon mal Popcorn gemacht?
kann man mittlerweile in der Mikrowelle machen. Man kann es aber auch auf die gute alte Art und Weise machen, nämlich in einem Topf mit ein bisschen Öl drin. Man braucht nur ungefähr so einen Fingerbreit oder halben Fingerbreit Öl, eine Handvoll Popcornmais und eine Herdplatte. Jetzt holen Sie sich 10 Kolleginnen und Kollegen während der Arbeitszeit in die kleine Teeküche am Ende des Ganges, tun die Popcorn-Maiskörner in den Topf, schalten den Herd an und fragen mal ganz beiläufig Ihre Kolleginnen und Kollegen, wir machen mal eine Zukunftsprognose, wie lange wird es dauern, bis wir Popcorn haben? Und Sie werden feststellen, es gibt unterschiedliche Arten, sich dieser Prognose zu nähern, also wie man Zukunftsforschung macht. Da gibt es einige, die denken, alles geht viel schneller, als es in Wirklichkeit geht. Und die werden schon nach 20 Sekunden recht nervös und sagen, gleich, geh nicht weg, es geht schon los, ich glaube, ich habe was gehört. Es war aber noch kein Popcorn, es war nur ein Wassertropfen, der zwischen Topfboden und Ceranfeld sich seinen Weg bahnte und einmal so dunk gemacht hat. War aber noch tatsächlich kein Popcorn. Und die anderen verdrehen die Augen und sagen, Fehlprognose, nein, noch kein Popcorn und tatsächlich, ja, kein Popcorn. 30 Sekunden gehen durch, 60 Sekunden gehen durch, 90 Sekunden gehen durch, immer noch kein Popcorn. Nach ungefähr 90 Sekunden meldet sich eine zweite Gruppe von Menschen, die eine Prognose wagen. Wissen Sie, was die Leute sagen? Das wird nichts mehr. Komm, also ich habe auch nicht ewig Zeit, also wir stehen hier schon anderthalb Minuten hier um den Topf rum. Die machen etwas, das nennen wir lineare Prognose. Das heißt also, man sagt, in den letzten 90 Sekunden ist nichts passiert, also wird in den nächsten 90 Sekunden auch nichts passieren. Nun gibt es seit 600 Wochen eine neue Art, an das Problem ranzugehen. Wir haben nämlich das Wissen der Welt in unserer Hosentasche. Wir haben 4G, wir haben WLAN überall, wir haben Wikipedia, wir haben Flatrates. Und während Sie auf den Topf gucken, dann können Sie mit diesem Gerät auf Wikipedia oder auf Google mal kurz googeln Popcorn. Und in der Google-Suche kommt die Wikipedia-Seite relativ weit oben. Und da steht alles, was Sie wissen müssen, um das System, was Sie gerade betrachten, nämlich einen Topf mit heißem Öl mit Popcornern drin, einigermaßen zu verstehen und Physik anzuwenden. Bei Wikipedia steht, Popcorn poppt in heißem Öl bei ungefähr 180 Grad. Und wenn man wissen möchte, warum der Popcorn überhaupt poppt, muss man nur noch einen Absatz weiterlesen. Da sieht man ein Schnittbild eines Popcorn-Maiskorns. Und man sieht, der besteht aus 3 Schichten der äußeren Haut. Der ersten Schicht von getrockneter Maisstärke, die ausgetrocknet ist durch die Sonne des Sommers, steinhart. Aber in der Mitte sehen wir, da ist noch der Keim. Und der Keim ist umgeben von etwas Maisöl und Wasser. Und wenn wir in der Schule aufgepasst haben, wissen wir, Wasser kommt in verschiedenen Aggregatzuständen vor. In fester Form unter 0 Grad, dann gibt es einen Tipping Point oder einen Umbruchpunkt und aus dem Eis wird Wasser. Dann bleibt das Wasser bis 100 Grad und dann bei 100 Grad gibt es wieder so einen Umbruch und es wird zu Dampf. Und Dampf hat eine ganz andere Eigenschaft, es erzeugt enormen Druck, wenn Wasser zu Dampf wird. Ja, und nun können wir letztendlich, wenn wir ein kleines Hilfsmittel noch dazu nehmen, zum Beispiel eins dieser kontaktlosen Thermometer, die man mit so einem Laserstrahl auf den Boden des Topfes richten kann, 2 Trends beobachten. Der eine Trend ist der offensichtliche Trend. Der Topf wird wärmer. Man kann sehen, wenn man das Thermometer anguckt, aha, es sind jetzt 150 Grad, 151, 152, 153, ungefähr 1 Grad pro Sekunde. Und mit dem Wissen, was uns jetzt jedem zur Verfügung steht, umsonst, zur Flatrate, können wir jetzt eine Prognose wagen und sagen, dauert noch ungefähr 30 Sekunden, dann poppt es. Und das stimmt bis auf wenige Sekunden genau, weil wir verstanden haben, wie das System funktioniert. Was ist der zweite Trend? Wir haben einen linearen Trend, nämlich die Entwicklung der Temperatur auf dem Topfboden. Und dann haben wir einen zweiten Trend, die Anzahl der gepoppten Popkörner. Und wissen Sie was, die bleibt ganz lange auf der Nulllinie. Und dann nach 90 Sekunden poppt der erste Popcorn. Alle erschrecken sich. Und wenn Sie den Deckel jetzt noch nicht auf dem Topf haben, jetzt ist die Zeit, es zu machen, weil die Küche ist ja noch sauber. Dauert es jetzt nochmal 90 Sekunden, bis der zweite Popcorn poppt? Nein, es macht pop, 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 innerhalb von wenigen Sekunden poppen alle Popkörner. Und wir haben tatsächlich, was wir einen exponentiellen Trend nennen. Also wir warten lange auf diesen Punkt, dann kommt der Tipping Point, wo es überall in den Kopf, in den Körnern kocht. Und dann geht es ganz schnell und rasant. Und fast jede technische Entwicklung der letzten Jahrhunderte, ob das der Übergang vom Pferd zum Auto, ob das der Übergang von der Schreibmaschine zum PC, ob das der Übergang von dummen Telefonen zu Smartphones war, kam nicht langsam und gemütlich, sondern kam, wir warteten lange drauf und dann ging es los und es ging innerhalb von wenigen Jahren.
Das zur vielleicht Vorgeschichte, warum Zukunftsforschung so wichtig ist. Wir müssen auf der einen Seite uns zulassen, unsere Kreativität und unsere Fantasie zu nutzen, unsere Innovativität zu nutzen, um solche Systeme überhaupt zu sehen. Und auf der anderen Seite keine Luftschlösser zu bauen, sondern Daten, Physik und Mathematik und Logik verwenden, um solche Tipping Points anzuwenden. Und ohne weitere Vorrede, was sind denn die Tipping Points, die uns in den nächsten 600 Wochen aus Sicht der Zukunftsforschung erwarten? Der erste große Tipping Point ist das, was nach der Digitalisierung kommt. Und ich weiß, dass heute ein großes Thema ist, wir reden über die Digitalisierung und sagen, das ist ein riesen Megatrend. Und ich würde behaupten, ist dieser Trend wirklich so neu? Also ich erinnere mich, dass ich vor 30 Jahren in Hamburg in die Innenstadt gefahren bin und das erste Mal eine CD gehört habe, digitale Musik. Und man nannte es Digitalisierung der Musik. Und dann wurden Telefonnetze digitalisiert und mittlerweile haben wir ja fast keine analogen Dinge mehr. Darum finde ich das Wort Digitalisierung nicht ganz passend. Wir nennen, was jetzt passiert, gerne diesen Trend, den nennen wir gerne das Ende der Dummheit. Und ich glaube, wenn wir von Tipping Points reden, dann stehen wir jetzt 2018, 2019 und 2020, also in den nächsten 100 Wochen, an dieser Schwelle, wo wir das erste Mal das Ende der Dummheit sehen. Denn wir sind im Moment ja noch umgeben von Dummheit. Gucken Sie sich bei sich zu Hause um oder am Arbeitsplatz oder wenn Sie durch Salzburg fahren. Ja, und einige lachen jetzt und denken an Familienmitglieder, Arbeitskollegen oder irgendwelche anderen Autofahrer. Ich meine aber nicht die menschliche Dummheit. Ich meine die Art und Weise, wie wir mit Maschinen, Computern und Dingen umgehen. Bislang war es nämlich so. Es gab Programmiererinnen und Programmierer und die mussten sich ausdenken, welchen Code sie schreiben müssen, damit sie ein Gerät zum Laufen bekommen. Und die waren meistens If-Then-Else-Programmierung. Das heißt also, man hat sich hingesetzt und überlegt, wenn jemand eine Taste irgendwo drückt, dann passiert Folgendes. Und diese Programmierung, die ist schon sehr aufwendig, die hat zum Teil viele Millionen Zeilen von Code, aber sie hat ein Problem. Wenn sie einmal programmiert ist, kann sie nicht besser werden. Diese Systeme können etwas, was wir Menschen, kann nicht, was wir Menschen können, nämlich Muster erkennen, schlauer werden, Rückschlüsse ziehen aus dem, was man erlebt und sich verbessern. Und wenn wir von künstlicher Intelligenz sprechen, dann ist das genau dieser Paradigmenwechsel. Von fester Programmierung, wo wir einmal uns hinsetzen und hoffen, dass wir alle Möglichkeiten vorgedacht haben, die jemand mit einem Gerät machen kann, hin zu einer Technologie, die in der Lage ist, Sprache zu verstehen, Muster zu erkennen, Erfahrungen zu machen, aus den Mustern gewisse Rückschlüsse zu ziehen, eigene Verbesserungen vorzuschlagen. Künstliche Intelligenz wird unsere Gesellschaft, unsere Arbeit, unsere Mobilität, die Art, wie Firmen funktionieren und ja, letztendlich unser Leben bis 2030 fundamental verändern, weil unser Anspruch an diese Technologie ganz anders wird. Und vielleicht, um das ganz plastisch zu machen, vielleicht auch, um etwas Angst zu schüren, aber dann doch nachher die richtige Conclusio daraus zu ziehen, vielleicht folgendes Beispiel aus der realen Welt. Vielleicht haben einige von Ihnen so ein Mikrofon, die Sie zu Hause haben, ein Google Dot oder ein Amazon Alexa, also eine kleine Einheit, die in der Lage ist, menschliche Sprache zu verstehen, damit Sie denen Anweisungen geben können. Und jetzt im Moment denken wir noch, und ich glaube, viele von Ihnen denken sogar schon weiter, dass wir tatsächlich diesem Gerät nur Befehle geben und dass dann ein Algorithmus abgearbeitet wird. Dass wir also sagen, Alexa, mach das Licht ein bisschen heller. Alexa, spiel die Rolling Stones. Und dann geht die Musik an. Aber es geht doch um viel mehr. Wir kommen jetzt an den Punkt, dass diese Computersysteme in der Cloud und zum Teil sogar embedded, also innerhalb des Gerätes, in der Lage sind, zu verstehen, worüber geredet wird. Semantisches Textverständnis. Und stellen Sie sich folgendes Szenario vor, und das ist ungefähr in 150 Wochen der Fall, wenn nicht sogar schon etwas früher. Sie sitzen mit Ihrer Familie am Abendbrottisch und jeder redet so ein bisschen und Sie kommen irgendwann auf das Thema, Sie planen den nächsten Sommerurlaub. Ihre Kinder sagen was, Ihre Frau oder Ihr Mann sagt irgendetwas dazu und Sie sind am Diskutieren und irgendwann sagt Alexa, Entschuldigung, darf ich mich mal kurz einmischen, ich habe euch jetzt allen zugehört und ich glaube, ich habe was gefunden, was für euch alle richtig gut wäre.
Es hat nämlich verstanden, was die Bedürfnisse von jedem Einzelnen sind. Es hat rausgesucht aus der Erfahrung von anderen Reisenden, wie die eine Reise erlebt haben. Und sie sagen, guck mal, ich habe sogar, wenn ich das so richtig höre, wäre so eine Wohnmobiltour durch Kanada für euch genau das Richtige. Wir machen zuerst so eine kurze Städtereise, dann geht ihr ins Wohnmobil und Abschluss ist noch irgendwo an der Küste, dass ihr ein bisschen entspannen könnt. Flüge habe ich auch schon rausgesucht. Hier sind Wohnmobilanbieter. Ich habe mal rausgesucht, zwei eurer Freunde haben das auch schon gemacht. Hier sind die Fotos, die sie auf Facebook davon gepostet haben und so weiter. Und wow. Nun, das Spannende ist natürlich, derjenige, der die Kontrolle über ein solches Mikrofon hat, das ist sehr wertvoll, denn eine Reise nach Kanada mit einer Familie im Wohnmobil mit anschließendem Badeurlaub, da reden wir von richtig großen Summen. Und es geht sogar noch weiter. Es wird in ungefähr 3-4 Jahren der Fall sein, dass diese Alexa sogar analysieren kann, wie groß ihr Stresslevel ist, wenn sie zum Beispiel diskutieren. Oder sie haben einen Streit mit ihrer Partnerin oder ihrem Partner und auf einmal mischt sich Alexa ein und sagt, nur mal ganz ruhig, ich spiele jetzt mal die Musik an dem Tag, wo ihr euch kennengelernt habt, ich mache mal ein paar schöne Bilder an die Wand, mache das Licht ein bisschen schummriger und ich glaube, ich kann euch helfen, diese Sachen zu machen. Nun, das ist der Fall in ungefähr 150 Wochen. Werden Menschen Alexa das verbieten und werden sagen, nein, ich schmeiße dieses Gerät raus. Das bringt mir keinen Mehrwert. Ich will das nicht. Ich bin der Meinung, nein. Datenschutz und Persönlichkeitsschutz werden eine enorm wichtige Rolle spielen, aber wenn wir einen Vorteil haben, der so immanent ist, enorm. Und wie wird das das Arbeiten verändern? Wenn Sie heute noch 3-4 Stunden am Tag damit verbringen, Ihre Reisekostenabrechnungen zu machen, Steuererklärungen zu bearbeiten oder Ihre E-Mails zu lesen und zu verstehen oder versuchen zu verstehen, was die Leute von Ihnen überhaupt wollen, so können Sie das in 3 Jahren diesen Systemen überlassen. Jeder von Ihnen wird einen digitalen Assistenten haben. Und Sie können sich den ungefähr so vorstellen, wie wenn Sie heute so einen Popstar sehen, der aus dem Privatjet aussteigt und 3 oder 4 Leute um sich herum hat, die alles für ihn organisieren, wie er denn jetzt vom Flughafen wegkommt, wo er heute Abend ist, in welchem Club er heute Abend noch irgendwie ausgehen kann, ob das Hotel vorgebucht ist, wann er morgen irgendwo da sein muss. Das werden diese Geräte für uns machen. Jeder von uns wird einen persönlichen Assistenten haben. Und es wird sogar so sein, dass der Ihnen sogar helfen kann, wenn Sie abends nach Hause kommen und Sie sagen, oh, anstrengender Tag, dass er sagt, oder vielleicht sagt er zu mir das, du Lars, ich habe dir heute zugehört bei diesem Vortrag, du hast 2-3 Dinge gesagt, die stimmen so nicht ganz, aber ich habe dir jetzt mal rausgesucht, wie die echten Daten sind und übrigens in dem Telefonat heute Nachmittag, da hättest du auch ein bisschen politisch korrekter das sagen können, also sagen, oh, vielen Dank, ich kann damit lernen. Nun, Sie merken, dass künstliche Intelligenz eine völlig neue Form ist, wie wir zukünftig mit unserer Umwelt umgehen. Und es hat Einflüsse darauf, wie wir Mobilität, Energie, Arbeiten zukünftig verstehen und sehen. Und es hat auch damit zu tun, dass der Zugang zu diesen Systemen jetzt ein ganz anderer wird. Internet der Dinge. Das muss man vielleicht mal genauer erklären, weil es ist so ein sperriger Begriff. Ich weiß noch, als ich das erste Mal das Wort IoT gehört habe, also Internet of Things, dann fragt man sich ja immer, was meinen die mit Dingen? Ich will Ihnen vielleicht die Historie des Internets ganz, ganz kurz sagen. Es gab irgendwann das Internet, wo wir anfingen, ja, erste Dateien auszutauschen, E-Mail zu machen. Dann gab es das zweite Internet, das sogenannte Mitmach-Internet, was wir heute als Internet 2.0 bezeichnen. Da waren Menschen auf einmal in der Lage, nicht nur das Internet passiv zu nutzen, also ein bisschen surfen zu gehen abends im Internet, sondern alles möglich damit zu machen. Partner kennenzulernen, Flugreisen zu buchen, eigene Videos auf YouTube hochzuladen, eigene Diskussionschats zu machen, sich weiterzubilden und diese ganzen Geschichten. Aber seit ungefähr 100 Wochen, seit 2016, hat ein anderes Internet die Dynamik des Internets der Menschen überschritten, nämlich das Internet der Dinge. Und zwar mit dem Faktor 80. Derzeit schließen wir 80 Mal mehr Dinge an das Internet an als neue Menschen. Klar, 70%, 75% aller Menschen haben schon in irgendeiner Form Zugang zum Internet, da ist nicht mehr so viel Raum. Aber während wir einen neuen Menschen derzeit an das Internet heranbringen, bringen wir 80 Geräte an das Internet. Das können Thermostaten sein, Batterien von Elektroautos, Bushaltestellen, Sensoren in einem Parkhaus, die anzeigen automatisch, wie viel da noch da ist. Glühbirnen, alle möglichen Dinge, eine Solaranlage, ein Speicher, den wir irgendwo in einem Haus einbauen.
Und alle die werden mit dem Internet verbunden. Und Sie können sich das ungefähr so vorstellen, stellen Sie sich ein digitales Nervensystem vor, das die Welt umspannt und das enorm viele Synapsen bildet. Also unheimlich viele Knotenpunkte, wo Dinge ausgetauscht werden können. Das umspannt auch das Energienetz. Und darum ist es so wichtig, dass wir starke Telekommunikationsnetze haben. Und auch wenn einige Leute sagen, wofür brauchen wir ein Gigabit? Wir brauchen es, um dieses digitale Nervensystem mit einem starken Backbone zu unterstützen und tatsächlich auch überall anzuschließen. Nun, dieses digitale Nervensystem verändert die Art und Weise, wie unser Energienetz in Zukunft funktioniert. Und es wird, wie wir das bezeichnen, ein Energienetz, das von der Historie her eher zentral organisiert wurde mit großen Kraftwerken, die man so eingestellt hat, dass sie immer genügend Strom liefern können für den Bedarf, der am Ende des Netzes, also am Ende der Ketten gezogen wurde, hin zu einem hochkomplexen System, wo immer mehr Einspeisepunkte und immer mehr einzelne Produzenten oder Konsumenten oder eben beides in einer Person mit angeschlossen sind. Und das können wir nur regeln und lösen, wenn wir dieses digitale Nervensystem darüber legen. Ich würde es sogar so bezeichnen, das Internet der Dinge oder das Internet der Energie, das wir jetzt bekommen, wird ein atmendes Energienetz sein. Genauso wie wir Menschen einatmen und ausatmen, wird das Energienetz der Zukunft in der Lage sein, Energie aufzunehmen, wenn wir zu viel haben und Energie abzugeben, wenn wir zu wenig haben. Und das Thema Speicherung von Energie wird ein zentrales Thema dabei werden. Genauso wie wir kurz die Luft anhalten können, aber irgendwann dann auch wieder weiteratmen müssen, werden wir unser Energienetz mit Speichern und mit Intelligenz erweitern. Und man kann nicht genügend betonen, wie wichtig es ist, dass man sich nicht nur auf die Erzeugung von Energie konzentriert, sondern eben auch für die Verwendung. Bei dem Thema Energie sind wir an einem weiteren Tipping Point. Und eigentlich kennen wir den schon, aber man muss sich den mal bewusst machen. Über die letzten 150 Jahre war die günstigste Form, in den meisten Fällen die Energie zu erzeugen, die wir brauchten, um unsere Wohnungen zu heizen oder um unsere Autos zu fahren oder um Strom zu erzeugen, das Verbrennen von fossilen Brennstoffen. Lange Zeit und in vielen Ländern war das die günstigste Form, eine Kilowattstunde an Energie herzustellen. Man hat Feuer gemacht, man hat Wasser gekocht, man hat eine Turbine angetrieben, man hat Strom erzeugt und dann wurde das verbraucht. Und es gibt immer noch einige wenige Leute, hoffentlich immer weniger, die sagen, das ist eine super Sache. Fossile Brennstoffe, klasse. Ich frage mich, wie wir das in einigen Jahren unseren Kindern erklären wollen. Also wenn die uns im Jahre 2030 fragen, sagt mal, vor 12 Jahren damit, also als ihr merktet, da ist ein Klimawandel, es wurde immer wärmer, nicht nur im Sommer, sondern auch im Herbst, auch im Frühjahr. Man sah, wie die Schneefallgrenzen sich verschoben haben im Winter. Man merkte, wie der Temperaturanstieg ist. Habt ihr das nicht kapiert? Und wir sagen, ja, wir wussten das noch nicht und wir wollten erst mal abwarten. Wir haben ja keine Alternative zum Klimaschutz. Und wenn Sie Kinder haben, ich habe eine 17-jährige Tochter, dann klingt das fast ein bisschen zynisch, wenn in den Nachrichten gesagt wird, naja, bis 2050 versuchen wir mal, die Erderwärmung auf 2 Grad zu minimieren. Und dann gucke ich meine Tochter an und sie ist Jahrgang 2001 und dann sehe ich, sie ist 49 an diesem Zeitpunkt im Jahr 2050. Bei dem medizinischen Fortschritt, den wir sehen werden, wird sie wahrscheinlich das Jahr 2100 noch erleben. Und was für eine Option ist das? Nun, wenn wir fossile Energien nehmen, dann haben wir die Möglichkeit, sie ein einziges Mal zu verbrennen. Das dauert enorm lange, bis wir wieder neue Kohle oder neues Erdöl oder neues Erdgas irgendwo unter den Gesteinsschichten dann wieder haben. Wahrscheinlich sind die Menschen zu dem Zeitpunkt gar nicht mehr auf der Erde. Und trotzdem gibt es viele Leute, die das machen wollen. Der Wahnsinn ist, nehmen wir mal an, wir nehmen eine Braunkohlenverstromung. Ich weiß, in Österreich, wir sind auf dem Weg zu 100% regenerativer Energie und das ist gut, aber Sie kennen die Diskussion aus Deutschland. Und da gibt es immer noch einige Leute, die sagen, Braunkohle, das brauchen wir. Sie holen die Braunkohle, machen Feuer, kochen Wasser,
tun das in eine Turbine rein und schaffen es, ungefähr 50% der in der Braunkohle gespeicherten Energie, also der Wärmeenergie, die wir bei der Verbrennung freisetzen können, in Strom umzuwandeln. Den restlichen 50% müssen wir in dem Kühlturm oder im Fluss nebendran dann wieder runterkühlen, damit wir es nochmal verwenden können, das Wasser. Dann speisen wir das in ein Netz ein, haben starke Netze und vielleicht betreiben wir damit eine Glühbirne. Und eine Glühbirne hat ungefähr einen Wirkungsgrad, also eine normale Glühbirne, von 3%. 97% sind Wärmestrahlung, Infrarot, also das macht den Raum wärmer, da müssen wir die Klimaanlage noch hochdrehen, 3% Lichtstrom. Macht einen Gesamtwirkungsgrad, 50% im Kraftwerk, 3% in der Glühbirne, 1,5% Wirkungsgrad. Und es gibt Leute, die sagen, super. Stellen Sie sich mal vor, Sie machen am folgenden, es bleibt noch ein bisschen warm, Wochenende, Sie sagen das letzte Mal grillen mit Freunden. Sie laden Freunde ein, das sind Weinkenner. Und die haben sich eine richtig gute Flasche Wein, also eine kostbare Ressource, aufbewahrt und bringen sie als Gastgeschenk für Sie abends mit. Und sagen, guck mal, hier ist die letzte Flasche, die wir haben. Knappe Ressource, kommt auch nicht wieder. Einmal getrunken, für immer weg. Wie mit jedem Kilo Kohle. Und Sie sagen, oh, da freue ich mich, was, die trinken wir heute Abend gemeinsam. Sie machen die Flasche auf, riechen am Kork, kein Kork. Jetzt gehen Sie zum Ausguss in der Küche und Sie gießen 98,5% des Weines in den Ausguss. Was meinen Sie, wie Ihr Besuch Sie anguckt? Mit so großen Augen und sagt, mal, spinnst du eigentlich? Das war die letzte, das ist eine knappe Ressource, das kommt nicht wieder. Du kannst sie nicht einfach wegkippen. Und Sie sagen, super, wir können immer noch 1,5% davon trinken, ist doch eine tolle Effizienz. Beim Wein fällt uns auf, was für einen Wahnsinn wir machen. Beim Verbrennen von fossilen Brennstoffen, das müssen Sie Ihren Kindern in 600 Wochen erklären, dass Sie das nicht wussten. Das Gute ist, dass jetzt der Tipping Point da ist, dass regenerative Energien günstiger werden als das Verbrennen von fossilen Brennstoffen. Sie fliegen über Saudi-Arabien und Sie sehen große Ölfelder und daneben eine PV-Anlage, eine Solaranlage. Und das ist nicht dafür, dass man da sein grünes Gewissen damit beruhigt, sondern es ist dafür gut, weil der Strom für die Pumpen, für die Ölförderung, ist günstiger mit solarer Energie zu erzeugen, als wenn Sie das Öl nehmen und es in ein Kraftwerk tun und damit Strom auf die herkömmliche Art und Weise erzeugen. Und so kippt im Moment die Welt innerhalb der nächsten ungefähr 800 Wochen in ein Regime, wo wir immer mehr erneuerbare Energien haben und das wird das Stromnetz natürlich enorm wertvoller machen. Wir werden viele Dinge, die wir im Moment durch Pipelines auf Tankschiffen transportieren, die wir in Form von flüssiger oder fester fossiler Energie transportieren, in das Stromnetz bringen. Gute Aussichten, denn wir werden mehr mit Strom machen. Wie sieht das konkret aus? Elektromobilität, und dann kommen wir mal zu dem Thema Mobilität, ist so ein Tipping Point, wo wir derzeit bei ungefähr 175 Grad Öltemperatur in dem Kochtopf sind. Und ich verstehe alle, die im Moment sagen, na, das wird nichts mehr. Weil wir reden schon relativ lange drüber. Ich weiß, wir haben lange darauf gewartet, wann kommt das endlich, wann kommt Elektromobilität. Wir beschäftigen uns mit dem Thema sehr intensiv und schauen auf die verschiedenen Faktoren, die notwendig sind, sie zu beurteilen, um den Tipping Point zu sagen, wann ist Elektromobilität tatsächlich sinnvoll und richtig für Städte. Eins davon ist das Thema Batteriepreise. Nur vielleicht ein paar kleine Zahlen für den Hinterkopf. 2012 hat eine Kilowattstunde Batterie, eine Lithium-Ionen-Batterie mit einer Kapazität von einer Kilowattstunde, ungefähr $650 pro Kilowattstunde gekostet. Derzeit bieten große Batterieproduzenten wie LG Chem oder wie Samsung oder Tesla Batterien an für ungefähr 100. Das heißt also gerade mal noch ein Sechstel von dem, was wir im Jahre 2012 für eine Kilowattstunde Batterie bringen konnten. Und wenn der Trend so weitergeht, er wird sich natürlich nach unten hin abflachen, weil wir irgendwann an die Grenzkosten kommen von den Materialien, die wir in eine Batterie einbauen können. Aber es ist durchaus noch Platz für eine Preisreduktion von ungefähr 50%. Dann können Sie eine Batterie, die ein Auto ungefähr 400, 500 Kilometer weit fahren kann, für einen Preis von ungefähr 5.000 Euro herstellen. Sie ersparen sich auf der anderen Seite die Abgasreinigungsanlage, weil die brauchen Sie nicht. Sie ersparen sich das Getriebe, also das Automatikgetriebe, Sie sparen sich oder eben die Kupplung und die Gangschaltungsbox. Sie haben einige Vorteile, was die Wartung angeht, weil die sind praktisch wartungsfrei und Sie fahren mit ungefähr einem Drittel
des Energieeinsatzes, weil Elektroautos tatsächlich sehr, sehr viel energieeffizienter sind, als wenn wir fossile Brennstoffe da drin verbrennen und aus der Wärme, die ein Explosionsmotor erzeugt, auch noch dann eine Drehbewegung machen müssen. Und es ist sehr wichtig, dass wir diesen Tipping Point sehr genau betrachten, denn das wird relativ schnell gehen mit der Elektromobilität. Wenn der Batteriepreis unter 80 fällt, also unter 80 Dollar pro Kilowattstunde, dann wird in ganz vielen Anwendungen der elektrische Antrieb besser und günstiger sein als ein Verbrennungsantrieb. Wir werden Busse, wir werden kommunale Fahrzeuge, aber auch sehr bald die PKWs sehen, dass die elektrische Variante billiger zu betreiben ist und mehr Fahrspaß und mehr Dynamik bietet, als wir das insgesamt uns vorstellen können. Und ohne jetzt auf eine spezielle Firma nur verweisen zu wollen, aber nur für das Entdecken von Tipping Points, schauen Sie sich sehr genau die Daten an, die wir im Internet finden können. Und es ist ganz interessant, es wird ja viel gesagt, dass Herr Musk aus den USA nichts auf die Reihe bekommt. Naja, der bestverkaufte amerikanische PKW aus amerikanischer Produktion ist das Model 3 von Tesla. Es gibt drei Autos aus japanischer Produktion, der Toyota Camry, der Honda Civic und der, jetzt fällt mir der dritte nicht ein, das ist auch ein Honda, der Honda Accord, genau. Die werden mehr verkauft als das Model 3. An Nummer 4 von allen PKWs, die in der USA verkauft werden, ist ein reines Elektroauto, der bestverkaufte. Der beste amerikanische Konkurrent ist Nummer 8, der Ford Focus mit Benzinmotor. Das sind die Daten von September 2018. Nun kann man natürlich sagen, das ist ein kurzfristiger Trend und das wird sich alles widerlegen. Das kommt jetzt relativ schnell. Ich arbeite mit relativ vielen Gemeinden und Städten zusammen und ich kenne keinen Bürgermeister, keine Bürgermeisterin, die im Moment noch guten Gewissens sich neue Dieselbusse für 2020 anschaffen möchte, sondern es geht alles in Richtung Elektro. Und wenn wir mal schauen, welchen Einfluss künstliche Intelligenz und autonome Fahrzeuge haben, dann spricht das umso mehr für die Elektrifizierung unserer Flotten. Denn stellen Sie sich folgendes Szenario vor. Sie fahren die Autos nicht mehr selber, sondern die Autos fahren Sie. Die reine Technologie, die wir brauchen, um ein Fahrzeug durch Salzburg fahren zu lassen, und zwar mit einer Präzision und mit einer Unfallwahrscheinlichkeit, die ungefähr ein Zehntel von dem betrifft, wie das ein menschlicher Fahrer macht, ist noch ungefähr 3 bis 4 Jahre entfernt. Derzeit lernen Sie durch künstliche Intelligenz und Mustererkennung, also wenn Sie einen Tesla zum Beispiel fahren, der hat einen Autopilot, selbst wenn Sie ihn ausgeschaltet haben, ist er im Shadow-Mode an. Und wenn der Fahrer oder die Fahrerin einen Unfall macht, dann meldet der Tesla zurück. Übrigens, ich hätte den Unfall nicht gemacht, weil ich habe vorher gesehen, ich hätte früher gebremst, aber der Nutzer hat da wahrscheinlich nicht aufgepasst. Wir wissen also relativ genau den Tipping Point, an dem ein Auto, ein selbstfahrendes Auto unfallfreier fährt. Und es ist folgendes Szenario. Es ist sehr wahrscheinlich, dass im Jahre 2030 in Salzburg Mobility on Demand, also Mobility as a Service Dienste existieren, wo Sie auf den Knopf drücken und ein Fahrzeug kommt hierher gefahren, Sie steigen ein, es fährt Sie dorthin, wo Sie hinwollen, Sie steigen wieder aus und es fährt sich selber zum Laden. Dann haben wir schon mal eine Sorge weniger, weil einstecken, Ladesäule finden, das fällt schon mal weg und wir haben ausgerechnet, dass die reinen Betriebskosten eines selbstfahrenden Autos, das elektrisch betrieben wird und ohne Fahrer funktioniert, bei zwischen 5 und 8 Cent pro Kilometer liegen, also deutlich günstiger als heutige Taxifahrten, sogar eine gewisse Bedrohung für den öffentlichen Nahverkehr. Mobilität wird sich auch dadurch definieren, ob Menschen diese Innovation wirklich wollen. Und ich höre sehr häufig das Argument, naja, ich fahre so gerne Auto und ich finde das so toll, wenn da so ein richtiger Sound rauskommt. Und ja, das sind diese Dinge, die wir uns nicht vorstellen konnten, genauso wie die meisten Leute sich das Smartphone nicht vorstellen konnten, warum das einen großen Mehrwert in ihrem Leben ist. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn meine Tochter in einigen Jahren nach Salzburg ziehen wird, um vielleicht hier zu studieren oder zu arbeiten, und ich besuche sie im Jahre 2030, dass ich am Flughafen oder am Bahnhof in ein selbstfahrendes Auto einsteige, das Auto weiß, wohin ich möchte, es bringt mich hin und es wird wunderbar funktionieren.
Wahrscheinlich wird meine Tochter mich dann fragen, wie habt ihr das früher bloß gemacht? Und habt ihr wirklich da stundenlang im Stau gesessen und zwei Hände am Lenkrad und dann musst ihr immer gucken und toter Winkel und beide Spiegel und schalten und bremsen und wenn ihr nun mal eine Sekunde nicht aufgepasst habt, bumm, Unfall oder irgendwelche Sachen und sie wird lachen und sagen, kann ich mir nicht vorstellen, dass es mal so war. Die Lebensqualität wird sich dadurch auch erhöhen, denn wir werden durch eine bessere Mobilität tatsächlich mehr Freizeit haben. Eine sauberere Luft, eine weniger Geräuschemission, weniger Feinstaub. Und meiner Meinung nach wird es einen Wettbewerb der Städte geben, um tatsächlich Lebensqualität. Es ist also nicht nur eine Frage, ob es technisch geht, sondern dass die Bürgerinnen und Bürger einer Stadt das auch fordern werden und sagen, ich möchte tatsächlich die Vögel wieder zwitschern hören in der Stadt. Und das hat mehr Qualität als irgendwie einen lauten Motor im Leerlauf irgendwo herzubekommen. Letzten zwei Trends. Wir kommen neben der Umstellung auf künstliche Intelligenz, also von Digitalisierung hin zu künstlicher Intelligenz, von der Energie auf regenerative und atmende, sehr intelligente Energiesysteme, über persönliche Assistenzen, über die Mobilität, auch an einen Punkt, wo wir Arbeit neu definieren. Routinetätigkeiten, hatte ich schon gesagt, werden durch künstliche Intelligenz sehr einfach, weil wir die Assistenten haben, die uns dabei helfen können. Aber es kommt noch ein neuer Bereich, der relativ groß ist, und das ist das Thema Robotik. Ich weiß, das klingt jetzt ein bisschen nach Science Fiction oder nach wirklich sehr, sehr großen Zukunftsvisionen, aber wir verfolgen derzeit 31 Firmen auf der Welt, die an sogenannten humanoiden Robotern arbeiten. Das sind Maschinen, die auf zwei Beinen, manchmal vier Beinen laufen können, die ungefähr menschenähnliche Gestalt haben, einfach aus dem Grund, weil unsere Welt für Menschen gebaut ist. Nun, die haben zwei Arme, die haben zwei Hände, vielleicht sogar drei, mal gucken, je nach Anwendung, Finger, sie haben eine künstliche Haut, mit dem sie Druck und Temperatur spüren können, sie haben zwei Beine, mit denen sie Treppen steigen können und viele Dinge machen können, sie haben zwei Augen, mit denen sie Stereo sehen können und Gesichtserkennung und zwei Ohren, die sowas Ähnliches können wie Alexa, also Sprache verstehen, Muster erkennen, Hinweise geben, Tipps geben. Und wir haben eine Delphi-Studie letztes Jahr gemacht, wo wir mit diesen Firmen in einem zweistufigen Prozess gefragt haben, wann seid ihr soweit, eine solche Maschine auf den Markt zu bringen für einen Endkundenpreis von unter 20.000 Euro. Wir haben Dollar gefragt, um genau zu sein, weil das sind viele Hersteller, die sind in Asien oder in den USA. 20.000 Dollar für eine solche Maschine. Und der Konsensus, oder beziehungsweise es gibt eine gewisse Bandbreite von denen, die geantwortet haben, aber der Konsensus ist so irgendwann zwischen 2024 und 2026, also innerhalb unseres Prognosezeitraums, in Wochen gerechnet in 300 bis 400 Wochen. Also in 300 bis 400 Wochen werden Sie für 20.000 Euro einen humanoiden Roboter kaufen können, der ungefähr 80% aller Tätigkeiten ausführen kann, die heute ein Mensch kann. Bei Ihnen zu Hause könnte sich das so darstellen. Sie stehen morgens unter der Dusche und Sie hören es in der Küche klappern. Das ist der Roboter, der Ihnen den Frühstückstisch deckt. Und wahrscheinlich hat er irgendwie ein richtig tolles Programm von den Four Seasons oder von Steigenberger oder irgendjemanden, dass er das so richtig schön macht. Er kann Sie bei dem Einnehmen des Frühstücks auch beobachten und gucken, ob Sie den neuen Orangensaft, den er jetzt Ihnen gerade hingestellt hat, ob er Ihnen schmeckt oder nicht. Das sieht er im Gesichtsausdruck. Wenn Sie so eine Smartwatch haben, dann kann er sogar das, was er aufdeckt mit den Kalorien, die Sie heute verbrennen werden, in irgendeiner Form koordinieren und das Fitnessprogramm ein bisschen antesten. Und das ist eigentlich ganz gut. Dann werden Sie aufstehen und der Roboter fängt an, den Frühstückstisch wieder abzuräumen, die Krümel wegzusaugen, die Sachen in die Geschirrspülmaschine einzuräumen. Und Sie verlassen Ihre Wohnung und dann hören Sie, während Sie die Tür zuziehen, noch so ein komisches Geräusch. Und das kommt aus dem Badezimmer und das klingt so. Und Sie fragen sich, was ist da los? Also Sie gehen nochmal zurück ins Badezimmer und was sehen Sie? Dieser kleine Roboter steht in der Duschkabine, also in ihrer Glasduschkabine und hat den kleinen Scheibenwischer gefunden, mit dem sie diese Wassertropfen von dem Glas abziehen können. Das, was meine Frau immer möchte, wofür ich keine Zeit habe. Und er macht das wunderbar. Hinterher noch mit dem Tuch die Sachen machen, er kann den Spiegelschrank putzen. Wenn Sie Kinder haben und da liegen die Legos auf dem Boden, dann können Sie dem Roboter sagen, pack das wieder zurück in die Originalverpackung oder bau was Schönes drauf und dann hat er so einen Neuschwanstein gebaut oder irgendwie sowas mit den Sachen. Nun folgendes.
Also im Jahr 2026 können Sie dieses Gerät für 20.000 Euro kaufen. Wenn Sie heute zu einem Autohändler gehen und sagen, was kostet mich so ein neuer Golf, dann sagt er ja 20.000. Aber wir haben Herbstwochen und ein Spezialangebot im Moment im Leasing. Kriegen Sie diesen Wagen für null Anzahlung für 199 Euro im Monat. Und bei einem Roboter mit dem gleichen Preis wird Ihnen wahrscheinlich irgendwann das gleiche Angebot gemacht werden. Und Sie fragen sich, für 199 Euro im Monat kriege ich einen Butler, der 24 Stunden, 7 Tage die Woche sich um die Dinge kümmert, die ich eigentlich gar nicht so gerne mag oder vielleicht nachher, wenn Sie älter werden, gar nicht mehr richtig selber machen können. Und ich frage mich, ob meine Tochter im Jahre 2030, wenn sie denn in Salzburg lebt, eher die 199 Euro für ein neues Auto ausgibt, wo sie doch jederzeit die Mobilität auf Knopfdruck hat, das Auto kommt und fährt und sie muss sich parken und hat keine weiteren Sorgen, oder ob sie nicht sagt, nee, ich leiste mir lieber diesen Roboter, weil der bringt mir mehr. Und unsere Prognose ist, dass der Robotermarkt wahrscheinlich bis 2030 das Volumen des heutigen Automobilmarktes überschreitet. Einfach weil wir Megacities haben, weil wir immer mehr alternde Menschen haben. Ich meine, wir alle sind das. Wir brauchen Pflegekräfte und in einigen Ländern werden die äußerst knapp. Also Robotik wird ein riesiges Thema. Wie gehen wir mit den Daten um? Datenschutz. Ich hatte am Anfang gesagt, wir müssen da mal genauer raufgucken. Es ist sehr wichtig, dass wir uns über dieses Thema richtig dolle Gedanken machen, denn diese Daten können nicht in einer Cloud existieren, wo wir nicht wissen, wer hat darauf Zugriff, wer macht mit den Daten was, welche Geheimdienste können diese Mustererkennung auswerten. Und darum bin ich fest der Meinung, dass wir lokale und regionale Instanzen brauchen, die in der Lage sind, die Persönlichkeitsrechte und den Datenschutz sicherzustellen, dass wir die Daten in Österreich halten, dass wir sichere Strecken haben, wo wir wissen, die können nicht abgerufen werden und wo die Konsumentinnen und Konsumenten das Vertrauen haben, dass die Mustererkennung nicht zu ihrem Nachteil gebracht wird. Insofern kann ich das nur begrüßen, was von der Salzburg AG gemacht wird. Letzter Trend. Wo bleibt der Mensch? Wie entwickeln sich unsere Werte? Und das Spannende ist, obwohl ich jetzt ganz viel über Technologie gesprochen habe, das waren fast alles technische Themen, weil da können wir immer ganz gut prognostizieren, weil die Entwicklungen logisch erscheinen, ist die große Frage, wie werden wir in 12 Jahren leben, arbeiten, welche Werte werden wir haben? Und die gute Nachricht ist, die Zukunft wird menschlicher. Sie wird sogar menschlicher, als sie heute ist, weil wir werden weniger Routinen haben, die uns einfach mit Dingen belasten, für die wir keine Lust und keine Zeit haben. Wir haben mehr Zeit, wir werden mehr Zeit haben, uns mit den menschlichen Themen zu beschäftigen, wie Empathie, wie das Verständnis, wie dem Austausch unter Menschen und dem Kreativsein. Ich gebe zu, das wird eine spannende Zeit werden, weil wir werden viele Jobs verlieren, die heute da sind, aber wir werden auch eine ganze Reihe von neuen Jobs machen. Eine der Knappheiten, die wir haben, sind die Talente. Und wir sehen durch den demografischen Wandel und durch die Anforderungen, die jede Firma derzeit hat, egal in welcher Branche sie tätig sind, nicht nur hinterherzulaufen, sondern tatsächlich Teil dieser Zukunftsgestaltung sein. Dafür braucht jede Unternehmung richtig gute Leute mit Kreativität, Fantasie, Engagement, einer Vision, einem Drive, wie wir das eben auch gehört haben. Und es entbrennt ein Kampf um Talente. Wie gewinnt man im Kampf um Talente die besten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter? Indem wir ihnen mehr Geld geben? Nein. Und wir merken das jetzt schon, dass die Leute zwar Geld brauchen zum Leben, aber dass es nicht das Kriterium ist, warum sie sich eine Firma aussuchen, um dort zu arbeiten. Es geht vielmehr darum, wo sind die Ziele, die Visionen, die Werte, die Verantwortung eines Unternehmens und gibt es spannende Aufgaben, wo man mitmachen kann. Und der letzte Tipping Point für heute Abend: 2030 werden wir nicht mehr von Arbeitnehmern und Arbeitgebern sprechen. Das klingt so wie aus dem Anfang des Industriezeitalters, wo Leute Arbeit nahmen und andere Arbeit gaben. Nein, wir sehen eine Entwicklung, dass sich Unternehmen zu Wertegemeinschaften entwickeln. Wertegemeinschaften, die gemeinsame Ziele verfolgen, die Individualität stärken und die Kreativität und letztendlich das, was die verschiedenen Talente einer Unternehmung ausmacht. Und ich will das mal so vergleichen. Die Tage werden kürzer, jetzt wird früher dunkel und vielleicht fragen Sie sich, sollte ich neben der Arbeit und zu Hause vorm Fernseher sitzen nicht noch irgendetwas tun, wo ich mich
sozial engagiere oder politisch engagiere. Also Sie beschließen jetzt noch diesen Herbst in einen Club einzutreten, in einen Verein. Und Sie könnten das natürlich ganz rational machen. Sie machen eine Liste mit mehreren Spalten und tragen die 10 Vereine ein, die im Umkreis von 10 Kilometern in Ihrer Gemeinde oder Ihrer Stadt existieren. Und dann haben Sie eine Spalte, da steht Höhe der Mitgliedsbeiträge, eine Spalte ist, haben die Parkplätze vor der Tür, eine Spalte ist, treffen die sich am Donnerstagabend, würde mir am besten passen. Rufen Sie die alle an, fragen, wie teuer ist das bei euch, habt ihr Parkplätze und so weiter. Und dann hätten Sie relativ schnell rausgefunden, aha, Verein Nummer 7, da werde ich Mitglied. Am günstigsten, gute Parkplätze, machen Sie nicht. Was machen Sie? Sie gehen zum Tag der offenen Tür und gucken sich die Menschen an, die dort Mitglied sind. Sie sprechen mit den Menschen. Sie versuchen rauszukriegen, ob diese Menschen eine Wertschätzung für das haben, was sie können. Wenn diese Menschen ihnen sagen, wir könnten dich so gut gebrauchen, das, was du kannst, was du bist, das ist wichtig. Sie kriegen eine Aufgabe und sie kriegen tatsächlich ein Feedback für das, was sie tun. Und vielleicht ist es nur das, was uns dazu bringt, tatsächlich zu sagen, okay, ich werde Mitglied von dem Verein und bringe mich dort ein. Genauso werden Ihre neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Sie fragen, was sind Ihre Ziele, was sind Eure Werte, wie kann ich Euch helfen, dieses Ziel zu erreichen und kriege ich die Wertschätzung und die Anerkennung, die für jeden Menschen so unglaublich wichtig sind. Und darum ist das Formen einer Unternehmenskultur, die solche Werte fördert, Innovation, Kreativität, Teilhabe, Agilität, so wichtig, um zukünftig die Menschen anzuziehen, die immer knapper werden, und das sind talentierte Menschen, die uns dabei helfen. Jetzt sind wir am Ende eines kleinen Ausflugs in die nächsten 600 Wochen. Einiges von denen, was ich Ihnen erzählt habe, kommt ganz anders. Aber das Wichtige ist, wir müssen offen genug sein, uns Dinge vorzustellen, die es heute noch nicht gibt. Alles, was wir heute in unserer Welt haben, war irgendwann eine Utopie. Elektrischer Strom. Ein Gebäude wie dieses, eine Demokratie. Das waren Ideen, die in den Köpfen von Leuten kamen und wo wahrscheinlich viele von ihren Kolleginnen oder Freunden oder Mitbewohnern in der Höhle gesagt haben, nee, das wird nichts. Der Mut, Neues zu denken, ist eine Kultur, die in eine Unternehmung einziehen muss. Und darum bin ich froh, heute mit Ihnen diese Themen zu besprechen. 2030 in 600 Wochen, in 599 ab nächsten Montag. Das ist nicht viel Zeit. Was müssen wir tun? Wir müssen diesen Artikel, den wir da auf diesen To-Do-Ben-Time-Stapel gelegt haben, wo vielleicht einige Zukunftsthemen drin sind, nicht erst Freitagabend nehmen und dann wieder umpacken, vielleicht nächste Woche, sondern wir brauchen Zeit, diese Dinge zu diskutieren. Und wir brauchen Leute, die mit offenen Augen Systeme anschauen und versuchen, die Logiken zu erkennen. Wie finden wir bei Future Matters neue Zukunftsforscher? Relativ einfach. Wir kriegen viele Bewerbungen, wir lesen uns die durch, wir laden die Leute ein, wir sprechen mit denen, gucken uns den Lebenslauf an und nach ungefähr einer halben Stunde sagen wir so ganz beiläufig, sag mal, hast du auch ein bisschen Hunger? Und dann gehen wir in unsere kleine Teeküche und da steht ein Topf, ein bisschen Öl, so eine Schale mit Maiskörnern, so ein kleines Thermometer liegt da und dann tun wir das rein, schalten an und fragen dann die Kandidatin oder den Kandidaten ganz beiläufig, na, was meinst du, wie lange dauert das, bis Popcorn kommt? Es gibt zwei Methoden, bei uns nicht Mitglied zu werden. Nämlich zu sagen, geht ganz schnell oder nach 90 Sekunden, das wird nichts mehr. Aber diejenigen, die dieses Gerät nutzen, um das, was uns wirklich zur Verfügung steht, zu nehmen, das Wissen der Welt zu nutzen und das Thermometer als kleines Messinstrument und dann eine Prognose zu machen, die stimmt, das sind die Leute, mit denen wir weiterreden. Vielleicht machen Sie auch mal Popcorn. Wir sehen uns in der Zukunft. Vielen Dank. Vielen Dank. Lars Thomsen, meine Damen und Herren. Dankeschön. Herr Thomsen, ich darf Sie gleich zu mir bitten. Wir starten nämlich auch gleich mit unserer heutigen Podiumsdiskussion. Ich darf bitte wieder Leonard Schitter zu uns bitten. Genauso Christiane Hugorona, bitte Vorstandsvorsitzender der Skidata AG, zählt weltweit zu den führenden Anbietern im Bereich Zutrittslösungen und Besuchermanagement. Schönen guten Abend, Herr Rona. Ich bitte Christiane Wager zu uns. Germanistin und Soziologin und vom Wiener Zukunftsinstitut. Ihre Schwerpunkte liegen da unter anderem bei New Living, New Work und Geschlechterrollen. Ich bitte Horst Ebner auf die Bühne, Vorstand der Salzburg AG. Schönen guten Abend. Und Sebastian Schlund von der TU Wien. Als Arbeitswissenschaftler erforschen Sie verkürzt gesagt die Interaktion Maschine und Mensch. Vielen herzlichen Dank.
Unser Thema ist heute Salzburg 2030, wie wir in Zukunft leben, arbeiten und uns fortbewegen werden. Ein Riesenthemengebiet. Wir haben vorher besprochen, wir werden die Diskussion in zwei Teile aufteilen. Wir beginnen mit dem Teil Leben, Mobilität, Energie und im zweiten Teil machen wir die Zukunft der Arbeit. Frau Wager, ich würde gerne mit Ihnen beginnen. Was sind denn die neuesten Erkenntnisse im Bereich New Living? Was macht 2030 eine intelligente Stadt aus und wie verändert sich unsere Vorstellung von zu Hause? Also vielleicht hört sich meine Antwort gar nicht so spannend an, obwohl sie zufällig anknüpft an das, was Sie gesagt haben, Herr Thomsen, nämlich, dass auch dann der Mensch im Mittelpunkt stehen wird. Also das ist das Um und Auf und es wird natürlich um neue Technologien gehen, um Digitalisierung etc., aber am Anfang ist ganz, ganz wichtig zu verstehen, wer wird dort leben in Salzburg im Jahre 2030 und was für Bedürfnisse entstehen daraus aus den Personen, die dort leben. Und das wird sich radikal verändern. Also die Art, wie wir leben, ist in einem sehr, sehr starken Umbruch und geht hin zu einer Vielfalt an unterschiedlichen Lebensstilen. Ich frage jetzt einfach mal, werden wir noch Bücherregale brauchen zum Beispiel? Okay, ja, ganz kurz, dazu komme ich, weil das ist als Basis vielleicht nicht schlecht zu verstehen. Wir sagen im Zukunftsinstitut, dass es von der Biografie zur Multigraphie geht. Also diese klassischen linearen Lebensläufe, die wir aus dem Industriezeitalter kennen, meistens dreigeteilt, man hat Kindheit und Jugend, dann beginnt man eine Ausbildung, entscheidet sich für einen Partner, eine Partnerin, bleibt in einem Unternehmen meistens lebenslänglich, ebenso wie in der entsprechenden Ehe, auch wenn man vielleicht gar nicht mehr so große Lust drauf hat in beiden Fällen. Und dann kommt irgendwann die Pension mit 60, relativ zuverlässig, und dann gibt es noch auch eine relativ vorhersehbare Phase, die nicht mehr allzu lange andauert, in der man gesund ist und so ein bisschen seinen Lebensabend verbringt. Das ändert sich. Wir reden von der Multigraphie, also die Lebensphasen sind viel fragmentarischer, es passieren ganz unvorhersehbare Dinge, die Leute sind mobiler geworden, die gehen irgendwie nach der Schule nochmal ins Ausland, schauen, was da so los ist, testen unterschiedliche Unternehmen aus, testen unterschiedliche Partner und Partnerinnen aus. Da kommt auch wieder das Digitale mit hinzu. Was gibt's da denn noch so? Tinder und Co. Und dann wird statistisch gesehen auch viel später, nämlich mit 31 Jahren, erstmal eine Familie gegründet. Dann kommt die Rush Hour des Lebens, wie wir sie nennen. Und dann steigt nochmal statistisch gesehen um die 60 die Scheidungsrate stark an. Also das heißt, da entstehen dann auch wieder unterschiedliche Single-Haushalte etc. Von wem geht die Scheidung meistens aus? Von den Frauen. Das hat natürlich auch mit einer veränderten Rolle der Frau in der Gesellschaft zu tun. Dann leben wir auch viel länger, bleiben auch länger jung. Im Unruhestand, wie wir dazu sagen, passiert also auch noch vieles. Es werden sogar Unternehmen gegründet, das kann man nachvollziehen. Es wird nochmal ein Studium angefangen, etc. Das bedeutet, dass die Bedürfnisse in den jeweiligen Lebensphasen innerhalb von einem Leben sehr, sehr unterschiedlich sein können. Also wenn ich dann gerade nicht in der Rush-Hour des Lebens bin und Zeit und Muse vielleicht habe, wo ich eben nicht mit Kindererziehung etc. beschäftigt bin und Karriereaufbau, dann werde ich mir auch mal ein Buch zur Hand nehmen und es lesen und ganz, ganz klassisch mir diese Zeit gönnen. Hat vielleicht eine andere Konnotation als heute noch oder früher, dass es ein bisschen was Besonderes ist und ich in so eine Welt eintauchen möchte. Wenn ich aber eher auf Effizienz auf bin, wenn ich gerade mobil unterwegs bin in einer anderen Lebensphase, werde ich mir das digital gönnen. Und deswegen plädiere ich sehr, sehr stark dafür, dass man eher danach schaut. Also diese klassische Zielgruppe gibt es einfach nicht mehr. Es gibt unterschiedliche Lebensstile und innerhalb dieser sind die Bedürfnisse auch unterschiedlich und können sich, auch die sich vermeintlich widersprechen, doch nebeneinander bestehen. Und jetzt trotzdem noch zu den Bücherregalen. Werden wir die noch brauchen, worauf ich hinaus will? Wie wird sich unsere Einstellung zu Wohnen verändern? Ja, in der Tat, auch da wieder hängt es davon ab, wo wohnt man. In Ballungsräumen wird auch da die Wohnfläche gering sein, die Mieten teurer. Und da wird es so sein, da sprechen wir auch vom Co-Living. Also sprich, man wird seine Privaträume haben, je nachdem, ob man gerade eine Familie hat oder alleine lebt und hat dann vielleicht innerhalb
eines Gebäudes, so eine Gemeinschaftsbibliothek. Okay. Oder hat eine größere Küche, weil man in einer Patchwork-Familie lebt, die man sich dann dazu mieten kann oder dazu nehmen kann. Und wird sich das so aufteilen dann. Und das hat aber nichts mit irgendeiner ideologischen Hippie-Kommunenart irgendwie zu tun, sondern es hat ganz pragmatische Gründe. Und da geht es natürlich auch darum, dass man nach wie vor Privaträume hat, aber solche Geschichten sind dann zum Teil ausgelagert. Herr Schitter, wenn Sie das so hören, welche Herausforderungen stellen Sie sich? Was sind da für die Salzburger AG da? Wie wollen Sie die meistern? Naja, einerseits, es gibt so unglaublich viele Herausforderungen und die können wir ja gar nie alleine abdecken. Wir müssen uns ja auch auf das konzentrieren, was wir haben, was wir sind und dann schauen, wo wir hingehen. Wir sind ein Energieerzeuger, wir werden ein Energieerzeuger bleiben, allerdings da schon sehr stark auch in die Innovation zusätzlich hineingehen. Wir sind ein Netzebetreiber, ein Infrastrukturbetreiber, sind das, bleiben das. Aber daneben werden wir uns weiterentwickeln müssen, weil wir, und davon bin ich absolut überzeugt, nicht nur als Energieversorger in den nächsten Jahren überleben werden. Wir hätten natürlich die Chance und könnten sagen, das ist es. Aber das ist auch nicht die DNA unseres Unternehmens, glaube ich, sondern ich sehe da auf sehr vielen auch Reaktionen unserer Kolleginnen und Kollegen, die da sehr, sehr motiviert und auch innovationsbereit sind, einfach auch diesen Drang der Vorwärtsstrategie. Wir definieren uns schon als ein Unternehmen, das sehr stark in die Zukunft investiert. Was sind die Innovationen, die 2030 wirklich da sein werden und schlagen sein werden? Ich glaube, dass wir einen Punkt haben, der für uns ein Tipping Point ist, so ein Kipppunkt vielleicht auch für unsere Strategie im Unternehmen, nämlich wir haben schon Telekom. Wir haben schon Telekommunikation im Sinne von KTV, Kabel-TV, Internet und auch Telefonie. So, jetzt gehen wir den Schritt weiter, dass wir, wie bereits erwähnt, bis ins Jahr 2030 fast eine Viertelmilliarde in den Breitbandausbau investieren werden. Und dann mit diesen technischen Möglichkeiten und schon vorher 1 Gigabit pro Sekunde im Up-and-Download 2030 daraus neue Produkte zu entwickeln haben. Also wir investieren ja auch nicht eine Viertelmilliarde, damit wir dann sagen, jetzt haben wir die vergraben oder verbaut, sondern daraus muss ja etwas Neues entstehen. Wir werden und wollen also dann in Richtung digitalisiertes Technologieunternehmen gehen. Weiß schon, das hört sich manchmal nur ein bisschen undefiniert an, ist das aber nicht. Wir werden stark hineingehen in Richtung digitale Services, Cloud-Themen, die es gibt und dort dann weitergehen. Und unser Ansatz ist es sehr wohl, dass wir, und das halte ich für das Spannende bei Digitalisierung, denn Digitalisierung heißt dann nichts anderes als erstens, ich werde zum ersten Mal global unabhängig, oder anders gesagt, global aufgestellt. Es gibt keine Grenzen mehr. Zweitens, die Datenmengen sind in einer unglaublichen Verfügbarkeit gegeben. Und das Dritte ist, dass die Digitalisierung bedeutet, ich nehme verschiedene Lösungen, nehme sie zusammen und kreiere daraus etwas völlig Neues. Und die Digitalisierung wird uns helfen, ortsunabhängiger zu werden und damit auch über unser Bundesland hinauszugehen. Und dann gibt es schon die nächste Frage, die für mich so spannend ist, wie positionieren wir uns da zwischen Regionalität, der wir sind, der regionale Anbieter, nach wie vor, das hat ja auch den Vorteil, weil wir hier hohes Vertrauen genießen, und gleichzeitig aber dann diesen Spagat zu schaffen, mit Digitalisieren über dieses Thema hinauszugehen. Wie schaffen wir den Spagat, Herr Thomsen? Indem man tatsächlich frühzeitig über die Optionen nachdenkt, die sich durch diese Veränderungen ergeben. Und ich habe versucht, ein bisschen darzustellen, wir kriegen also schon eine technische Grundlage, wie zum Beispiel das Internet der Dinge, die einfach da sein werden. Wir haben künstliche Intelligenz, die wir nutzen können. Aber bei jeder Innovation, das ist immer ein Angebot an Konsumenten und Konsumentinnen oder an Unternehmen. Und ob sie es annehmen, das liegt daran, ob ein Nutzen daraus entsteht. Das heißt, selbst Apple hat nicht immer nur erfolgreiche Produkte gemacht, wenn man sich das mal genau anguckt, die hatten auch Produkte, die sind nicht erfolgreich gewesen oder gefloppt. Und letztendlich entscheidet der Markt, ob das Angebot, was man bekommt und ob der Preis dafür etwas ist, wo die Leute sagen,
das nehme ich jetzt, weil das bereichert mein Leben. Es macht es einfacher, sicherer, komfortabler. Und ich glaube, wenn man eine solche Masse von Denkern hat, wie ein Unternehmen nun mal ist, sind ja nicht nur einfach nur Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sondern jeder hat seine Ideen, jeder hat seine Erfahrungen, jeder hat seine Wünsche. Man kann auch überlegen, würde ich das gerne haben wollen. Und wenn man dann frühzeitig mal spinnt, und ich meine, wir können in den Innovationsraum hinten mal reingucken, da sind jede Menge tolle Ideen, wo ich vor der Tafel stehe und sage, würde ich auch nehmen. Mhm. Finde ich klasse, finde ich gut. Innovationen sind immer ein Angebot an Menschen und es entscheiden die Konsumenten, ob sie es haben wollen oder nicht. Ja, und man muss auch bereit sein, den einen oder anderen Flop da mal dabei zu haben. Das gehört auch dazu. Das, ist das so, Herr Rona? Gehört ein Flop dazu? Natürlich, selbstverständlich. Ich glaube, fail fast ist ja das neue Schlagwort. Schnell ausprobieren, wenn es nicht funktioniert, was Neues machen. Natürlich kommt es darauf an, welche Situation man ist. Wenn man das mit bestehenden Kunden macht, dann sollte man es auch schnell fixen nachher. Wenn man das neu beginnt im Markt, dann darf man das natürlich tun. Aber absolut, Flops gehören dazu und gehören zu treiben die Innovation an. Wir wissen ja auch nicht, was erfolgreich sein wird. Wir haben Ideen, wir haben Experten, wir haben viele Dinge, die wir lesen und sehen, aber wir werden es nicht wissen. Wir müssen es rausfinden und überlegen, ob wir es hinkriegen. Herr Ebner, welche Rolle nimmt denn eigentlich, weil Sie vorher wieder die Menschen mal angesprochen haben, der Kunde überhaupt in Zukunft ein? Der Kunde wird ja immer mehr zum Produzenten. Ja, vielen Dank für die Frage. Der Kunde steht bei uns, bei der Salzburg AG, im Mittelpunkt und ist König, und 2030 wird er das auch sein. Er wird nur ein digitaler König sein, ein Digital King. Wenn man sich die Bevölkerungsentwicklung anschaut, wir sehen, dass bereits 2025 mehr als 75% der Erwerbstätigen Digital Native sind, also Menschen, die nach 1980 geboren worden sind. Und die werden einfach digitale Produkte nachfragen, weil sie einfach in dieser Welt aufgewachsen sind. Ich glaube, gerade im Energiebereich, weil Lars Thomsen ja auch über den Energiebereich gesprochen hat, der uns sehr wichtig ist, durch die Photovoltaik, die eben die Grid Parity erreicht hat, also sprich von den Kosten her vergleichbar ist mit konventioneller Erzeugung, durch die Dezentralisierung, durch die Digitalisierung auch der Stromnetze, Smart Meter sage ich nur dazu, wird es einfach so sein, dass der Kunde auch zum Produzenten wird, also der Prosumer kein Fremdwort mehr sein wird, sondern das ist einfach gelebte Sache in Zukunft. Im Jahr 2030 werden Energieplattformen bestehen online, wo ich aufgrund dieser Datenanbindungen ganz schnell Energie kaufen kann, verkaufen kann, Speicher anbieten kann. Wenn die Elektromobilität einschlägt, dann werden auch die Batteriespeicher vor der Haustür stehen oder in der Garage stehen. Also es wird ganz spannend und Plattformen, glaube ich, werden sich bilden. Die können wir nicht verhindern. Haben einige andere Märkte schon disruptiert. Musik, Filme, Videos, die Firmen Netflix, Spotify und Amazon Prime haben derzeit mehr als 100 Millionen Kunden, jede Firma einzeln. Also man kann sich dann vorstellen, was das in Zukunft bedeutet. Sie haben E-Mobility vorher angesprochen, Riesenthema. Herr Schlund, fahren Sie ein E-Auto? Danke für den Einstieg. Ich fahre kein E-Auto und ich muss zur Vollständigkeit sagen, ich habe am Wochenende ein Bücherregal aufgebaut. Und zwar, das ist aber sehr schön. Ja. Und zwar, wenn ich kurz die Anfangsfrage noch beantworten darf für mich. Ein Bücherregal, 2,60 Meter breit, 3 Meter hoch, wow. In dem steht sogar ein 30-bändiger Brockhaus drin. Der steht nicht drin, weil ich irgendwie vorhabe, den jemals aufzumachen, sondern weil das noch ein Erbstück ist von meinem Vater, der den irgendwann mal in der Wendezeit in so einem windigen Haustürgeschäft der Firma Brockhaus zu einem absolut überteuerten Preis abgekauft hat. Und dieses Bücherregal, und deshalb finde ich die Frage auch so spannend, das wird sicherlich auch noch im Jahr 2030 bei mir in der Wohnung stehen. Es wird aber eine ganz andere Funktion haben als noch heute. Und es wird A, Möbelstück sein, Designobjekt. Mit Sicherheit, es ist auch, fragen Sie meine Frau, es ist nach Farben sortiert. Fängt unten schwarz an und wird dann oben weiß.
verfolgt aber auch den Zweck, ein Stück weit mich in der Kreativität ein bisschen zu unterstützen. Allein, dass ich die Bücher sehe, Kontext habe, was damit zu tun hat und dass nicht jeden Tag Google meine Bücher neu sortiert und mir die richtigen Bücher ins Blickfeld packt und die falschen Bücher aussortiert, ist für mich quasi ein Akt der Kreativität und der Selbstbestimmung. Das war aber nicht die Frage, die Sie gestellt haben. Das war nicht die Frage, aber ich will es trotzdem gern weitergeben. Sehen Sie das alle genauso? Werden wir 2030, Sie haben gesagt, wir werden enger wohnen, kleiner wohnen, weil die Mieten teurer werden. Haben wir alle noch Bücherregale 2030 hier? Darf ich noch ganz kurz, genau, ja. Wir werden nicht alle so wohnen, sondern in der entsprechenden Lebensphase. Und da bei Ihnen ist natürlich auch wieder der Kontext, Sie sind im akademischen Umfeld. Und keine Schubladen, jetzt nicht marginalisieren. Nein, es geht nicht um Schubladen, sondern natürlich um gewisse Kontexte. Und deswegen sind so, das kann man allgemein nicht sagen, sondern es wird sehr, sehr unterschiedlich sein. Es wird es auch als Teil geben, aber weder komplett. Das hört sich natürlich immer netter an, wenn man sagt, okay, es wird radikal gar keine mehr geben oder doch wieder, sondern das hat immer auch mit dem Kontext und der Lebensphase zu tun. Aber stimmt, eigentlich habe ich Sie gefragt, ob Sie ein E-Auto fahren. Ja, und eigentlich wollte ich damit antworten, dass ich halt für Optionen plädiere, auch Optionen, was die Zukunft betrifft. Und vielleicht ist es in 2030 gar nicht so unterschiedlich von heute. Vielleicht treffen wir uns 2030 hier wieder, kommen irgendwie alle trotzdem mit der Bahn, wie es heute passiert ist, reden immer noch. Nicht als Avatare, sondern als Menschen und sie kommen auch alle wieder 2030, weil wir das irgendwie gut finden. Vielleicht fahre ich 2030 ein E-Auto, da bin ich tatsächlich sehr, sehr nah bei den Prognosen, auch bei Ihnen, Herr Thomsen, da glaube ich auch fest dran. Wo ich nicht so richtig dran glaube, ist an die gesellschaftlichen Implikationen, die wir quasi ja immer mitdenken, und zwar genau in einer Option, die noch lange nicht eintreten muss. Ja, darf ich noch einen Sprung machen? Einen letzten. Ich bin zurück zu Ihrem 20.000-Euro-Roboter, der die Duschkabine abwischt. Da, glaube ich, ist jetzt einfach, aber da ist auch ein Fehler in der Matrix. Warum wischt er die Duschkabine ab? Warum haben wir 2030 eine Duschkabine? Warum ist es nicht irgendwas anderes? Warum hält der Roboter keinen Duschvorhang? Warum ist die Duschkabine nicht mit, ich sag mal, Lotus-Effekt gestützt, dass sie nicht mehr abgewischt werden muss? Ja, aber den Frühstückstisch muss er decken, oder? Der Frühstückstisch, kommen wir vielleicht später dazu. Es ist ja nicht so einfach, trivial. Selbst bei allem, was wir bei Google sehen und was die Kollegen in Berkeley können, es ist nicht so trivial, einen Frühstückstisch abzuräumen für einen Roboter. Und wir Menschen sind halt auch nicht zufrieden, wenn der nicht 100% abgeräumt ist. Also es nützt uns nicht viel, wenn der zu 95% den Frühstückstisch abräumt. Auch da plädiere ich für Multi-Optionen an der Stelle, wenngleich ich ein großer Technik-Fan und Technik-Optimist bin und mir das auch will. Über die Robotik sprechen wir dann auch noch im zweiten Teil. Ich darf kurz dazu sagen, ich glaube ganz sicher, dass wir 2030 fast vollständig elektrisch fahren werden, auch wenn es jetzt noch Vorhersagen gibt, dass im Jahr 2030 etwa nur 15% der PKWs in Österreich elektrisch sind. Von den derzeitigen fast 5 Millionen. Ich glaube, wir werden sehr, sehr stark elektrisch fahren. Ob das jetzt Strom oder Wasserstoff ist, ist noch dahingestellt. Ich glaube, im normalen PKW, also Individualverkehr, wird das Strom, also batteriebetrieben sein. Und seitens, ich glaube, sehr stark daran, dass das autonome Fahren viel schneller kommen wird, als wir tatsächlich glauben, aus mehreren Gründen. Ich glaube, dass die Mobilität damit wirklich sicherer wird und vor allen Dingen, sie wird steuerbarer. Und klarer, organisierbarer. Bleiben wir noch kurz bei den Elektroautos, Herr Rohner. Ihr Projekt Ampere geht, ist eine Elektroladesäule einfach für Parkhäuser, hatte 2016 Marktpremiere. Wie läuft das Projekt? Ja, das läuft nicht schlecht. Es ist sicherlich ein Megatrend von Parkhäusern, dass sie Elektrostrom anbieten und gleichzeitig auch gleich abrechnen. So es dann gewünscht ist, dass man es abrechnet. Das läuft in dem Sinn gut. Es gibt natürlich viele Fragen, die noch nicht ganz geklärt sind. Ich mache ein Beispiel. Ein Flughafen möchte natürlich das seinen Kunden auch anbieten und hat dann 20, 30, 10, je nach Größe, Parkplätze für eben Elektrofahrzeuge. Wenn jetzt allerdings der Tesla-Fahrer sich entscheidet, 2 Wochen in Urlaub zu fahren und da parkt, was er ja darf, und aufladet, weil er das ja muss, sonst kommt er nachher nicht mehr nach Hause, und den Parkplatz dann 2 Wochen besetzt, ist es natürlich für die Infrastruktur nicht sehr gut. Und solche Themen sehen wir natürlich, die sehen wir live, und das sind natürlich Dinge, die noch nicht gelöst sind, weil die physische Infrastruktur mit dem zeitlichen Nutzen nicht ganz übereinstimmt. Wir sehen auch das Gegenteil. Wir sehen natürlich, dass Elektrofahrzeuge heute schwierig sind für Leute, die in einer Wohnung wohnen,
wo kein Parkplatz dabei ist, in einer Wohnung wohnen oder in einer Arbeitsstelle sind, wo sie nicht einen fixen Parkplatz haben, das heißt, wo sie in einer Situation sind, wo sie abhängig davon sind, in einer öffentlichen oder halböffentlichen Infrastruktur ihr Fahrzeug regelmäßig laden zu können. Die Sache ist noch nicht ganz gelöst. Allerdings, nicht überall, Fahrzeuge gibt es ja auch im Bereich Zweirad, also Elektro, Velo, Fahrrad oder Motorrad, da funktioniert das eigentlich wesentlich besser. Ist auch einfacher, handlicher, ich kann die Batterie rausnehmen, ich kann die aufladen, etc. Das sind ja unglaubliche Herausforderungen. Herr Ebner, wie löst man das in einer Stadt wie Salzburg zum Beispiel? Also ich fahre selbst schon seit Jahren elektrisch und in der Kurzstrecke sehe ich eigentlich nicht so das Problem. Es kommt natürlich darauf an, wie die Ladung jetzt zu Hause funktionieren kann. Also da wird sicher, aber ich denke, da wird es Lösungen geben, dann auch am Arbeitsplatz laden zu können untertags. Das große Thema ist sicher noch die Langstrecke. Auch da geht es darum, eine Ladeinfrastruktur aufzubauen und die dann auch schnell abfragen zu können. Ich glaube, es wird Buchungssysteme geben, dass man sich quasi auch dann Slots einbucht. Also es wird spannend, auf jeden Fall. Herr Stund, Sie haben vorher schon das hört man mich hier? Sie haben vorher schon das vollautonome Fahren ein bisschen angesprochen. Wie sind denn da die Entwicklungen? Laut Umfragen ist es ja noch so, dass wir uns noch nicht so unbedingt trauen, in solchen Autos zu fahren, einfach weil die Angst vor Unfällen so groß ist. Wie wird sich das bis 2030 entwickeln? Also ich glaube, dass wir 2030 nicht vollautonom fahren werden. Zumindest nicht im Auto und zumindest nicht in der Stadt. Wir haben es erst im Vorgespräch kurz diskutiert. Wir diskutieren über autonome U-Bahn, jetzt gerade in Wien aktuell. Ich meine, die U5 ist die diskutiert wird. Aber ich habe es jetzt gerade nochmal gegoogelt. In Lille gibt es seit 1983 ein autonomes S-Bahn-System über so eine People-Mover. Das ist ein Prozess, der braucht. Und der braucht deshalb auch Zeit, weil wir viele andere Sachen mitdenken müssen. Ja, es heißt ja nicht umsonst auch digitale Transformation, auch das autonome Fahren ist eine Transformation. Und in digitaler Transformation steht irgendwie die Umsetzung und der Weg dorthin im Mittelpunkt. Und es ist ja nicht das Ende der digitalen Transformation. Und gerade der Weg im Bereich des autonomen Fahrens ist halt sehr, sehr schwierig. Zum einen, weil wir nicht alle von jetzt auf gleich irgendwo auf autonome Fahrzeuge umsteigen können und zum anderen, weil wir gerade in Mitteleuropa auch ein anderes Verständnis von Stadt haben, was wir auch in den letzten Jahren oder Jahrzehnten wiederentwickelt haben als gemeinsam nutzbarem Raum zwischen Menschen, zwischen Fußgängern, zwischen Radfahrern und auch Fahrzeugen. Und das bedingt den gesellschaftlichen Prozess, ob wir wirklich autonomes Fahren wollen. Ja, und das hat viele Vorteile, aber wie gesagt, dieser Übergangsprozess ist nicht einfach, aus den genannten Gründen und auch deshalb, weil wir in dem Übergangsprozess, in diesen Reifegradstufen für autonomes Fahren, den Menschen immer mehr Entscheidungshoheit, Entscheidungsmöglichkeiten wegnehmen, auch wegnehmen wollen, aber immer noch, ich sag mal, eine Restverantwortung überlassen. Und die muss man letztendlich auch organisieren, über die muss man sich Gedanken machen und die muss man vordenken. Und das ist ein Prozess, der braucht Zeit. Deswegen bin ich eher 2050 unterwegs als 2030. Was sagt der Zukunftsforscher? Naja, ich hätte ja versucht darzustellen, dass wir zwei Phasen bei einem Trend haben. Nämlich einmal, es braucht eine relativ lange Zeit, bis wir an dem Punkt sind, wo es funktioniert. Und da wird man auch schon mal ernüchtert, weil man dachte, es geht viel schneller. Und dann gibt es irgendwann diesen Punkt, und ich meine, also ein autonomes Fahrzeug wird nur dann zugelassen werden, wenn es deutlich unfallfreier fahren kann als ein Mensch. Also es wird ja niemals zugelassen werden, wenn man sagt, okay, die machen doppelt so viele Unfälle oder genauso viele, wäre auch gar kein Anreiz dafür da. Ich muss mir jetzt nur kurz ein Mikrofon von Ihnen ausbauen, ja. Vielleicht bekommen wir noch eines. Ja. Aber das ist ja der Sinn der Übung beim vollautonomen Fahren, dass es weniger Unfälle gibt. Ne? Ja, und das Zweite ist eigentlich, also wir haben immer Schwierigkeiten, uns von dem Gelernten, was wir über die letzten Jahrzehnte gelernt haben, irgendwie zu lösen. Das ist so. Und ich hatte einen Freund in München, habe ich immer noch, der war Manager bei BMG Ariola. Das ist also damals, wir reden jetzt gerade mal so Anfang der 2000er. Und der war, also den als Freund zu haben, war richtig toll,
weil der konnte einem immer umsonst CDs mitbringen, der hatte also immer irgendwie was und sagte, komm, kannst du haben und so. Und als ich ihm dann sagte, du, irgendwann werden wir keine CDs mehr kaufen, sondern wir werden alles auf dem Smartphone haben. Und dann hat er gesagt, nein. Also die Leute alleine schon etwas zu haben und zu besitzen und das anzufassen. Und dann sagt er, und außerdem kann man ja dieses kleine Leaflet kann man ausklappen und da sind die Texte mit drin und das wollen die Leute. Und er hat sich also mit Händen und Füßen dagegen gesträubt, dass es sowas wie Spotify jemals geben könnte oder dürfte. Und ich denke, naja, also ich sehe es an meiner 17-jährigen Tochter, die hört den ganzen Tag Musik, aber sie hat keine einzige CD. Weil für sie ist Musik ein Dienst auf Knopfdruck. Und das ist einfach, er ist überall da, er ist immer verfügbar. Man zahlt einen relativ geringen Gebühr, also Papa zahlt die Flatrate für Spotify, die kostet 12,99 €, das ist alles im Rahmen des Machbaren. Und ich denke, bei der Mobilität wird es eben auch so sein. Ich glaube nicht, dass man einen Stichtag sagen kann, da kippt das um. Aber es wird immer mehr Menschen geben, die sagen, ich kaufe mir kein Auto und stelle das irgendwo an die Straße und hoffe, dass ich einen Parkplatz finde, sondern ich drücke auf den Knopf. Und zuerst sind das nur 5%, dann sind es vielleicht 10%, dann sind es vielleicht 25% und letztendlich bin ich wieder da, was ich eben gesagt habe. Wenn das Angebot gut ist und die Leute sagen, mein Leben wird dadurch einfacher, besserer, komfortabler, dann bin ich mir ziemlich sicher, dann werden Leute... Aber vergessen wir eins auch nicht, Elektromobilität, und unterscheiden wir Elektromobilität und autonomes Fahren. Es gibt zumindest die politischen Ziele auch einer integrierten Klima- und Energiestrategie, bis ins Jahr 2030 100% erneuerbaren Strom im Verbrauch zu haben. Stromwende. Aber diese Klima- und Energieziele decken auch eine Wärmewende ab und eine Mobilitätswende. Und wenn 25-28% des CO2-Ausstoßes aus dem Verkehr stammt und wir wollen 2030 diese Ziele erreichen, dann wird es nicht anders möglich sein, als dass auch politische Vorgaben stark in die Richtung Elektromobilität gehen. Oder wir haben andere Systeme, die ich nicht sehe. Also glaube ich, wird die Elektromobilität sehr wohl an Fahrt gewinnen. Die Thematik autonomes Fahren, da bin ich schon bei Ihnen, das ist ein sehr neues Thema. Natürlich wird autonomes Fahren erst dann auch in Bewegung kommen, wenn die Sicherheit gegeben ist. Aber wir haben auch ein spannendes Thema gestern oder Gespräch gehabt. Wenn jetzt autonom fahrende Fahrzeuge Gefahren erkennen, bremsen sie ab. Klar, und stehen dann. Aber was wird die Entwicklung sein? Die Entwicklung wird ähnlich sein wie die des Menschen. Was tun wir? Wir fahren auf ein Hindernis zu oder einen Fußgänger, der über die Straße gehen will. Wir haben drei Optionen oder vielleicht sogar mehr. Bremsen, Gas geben, ausweichen. Wofür entscheiden wir uns? Hängt vom Fußgänger ab wahrscheinlich. Aber in der Regel bremsen und ausweichen. Also wir haben die Wahlmöglichkeiten. Und was wird das System machen, das autonom fahrende Fahrzeug? Gleiche Entscheidung. Naja, wird sich entscheiden müssen, bremsen, ausweichen oder fahren. Ja, das ist immer dieses Ethikproblem natürlich auch beim vollautonomen Fahren. Nein, das ist kein ethisches Problem. Naja, das ist schlichtweg ein lernendes System. Ja. Künstliche Intelligenz wird so agieren wie menschliche Intelligenz und wird möglicherweise die gleichen Fehler machen wie wir. Möglicherweise. Darf ich nur stehen und noch ein paar Themen einwerfen? Nicht um den Bremser zu spielen. Nummer 1, Herr Thomsen, zu Ihrem Beispiel. Super Beispiel. Ich hatte neulich die Gelegenheit, dem Professor Brandenburg zuzuhören, dem geistigen Vater des MP3-Formats. Wissen Sie, wann er das erfunden hat? Ja, sehr früh, 60er Jahre, oder? Na, Mitte der 90er. Ja, doch, so spät, okay. Aber heute ist 2018 und wir reden über ein System, wo wir, was nicht sicherheitskritisch ist, also mancher Musikgeschmack schon, aber Musik an sich, und eins, wo sie keine Übergangsphase haben, wo ich irgendwie 40% noch die CD rotieren muss und 60% bei Spotify mehr einkaufen. Also da sehe ich schon einen ziemlichen Unterschied. Wir sehen es ja gerade in der Industrie bei der Einführung von Cobots, kollaborationsfähigen Roboter, die aber in der Anwendung trotzdem Sicherheitsrisiken haben, weil nur der Roboter selber eben nicht verhindert, dass man sich damit wehtut. Und weil wir als Gesellschaft eben nicht wollen, dass der Roboter überhaupt jemanden großartig gefährden oder töten kann. Zurück zum Thema autonomes Fahren. Kurz den Faden verloren.
sonst könnten wir weitergehen. Ah ja, genau, letzter Punkt, ganz kurz. Sie sprachen vom Ende der Dummheit. Ich spreche eher vom Anfang der Dummheit. Ja, das ist guter Punkt, ja. Allerdings, kollektives Lernen geht schneller als individuelles Lernen. Ich bin bei Ihnen, aber künstliche Intelligenz ist auch dumm. Das Problem daran, die ist halt anders dumm als wir. Also, ich weiß nicht, Bilderkennung, eine der Grundtechnologien für autonomes Fahren, basiert auf anderen Prinzipien, als wir Bilder erkennen. Es gibt das Thema One-Pixel-Attacks, wo Sie Bilder mit einzelnen Pixeln manipulieren können, sodass die Erkennung was ganz anderes rausbekommt. Also nicht einen Hund statt einer Katze, sondern eine brennende Brücke statt einer Katze. Gleiche können Sie, wenn Sie es böse wollen, mit Verkehrsschildern machen. Das sind alles Themen, die sind lösbar, aber die gehen nicht von heute auf morgen. Vielleicht, wenn ich zu autonomen Fahren auch noch reinkomme, das ist so ein Thema, das man sehr gerne bespricht und ist ja auch interessant, weil es betrifft jeden Einzelnen. Allerdings müssen wir schon überlegen, müssen wir wirklich zuerst vom autonomen Fahren sprechen oder nicht von da, wo es einfacher ist? Warum fahren die Züge in Österreich heute noch nicht autonom? Ich spreche nicht von der U-Bahn, das gibt es in anderen Städten, seit Paris macht das seit 20 Jahren. Warum sind die Flugzeuge, die seit 30 Jahren starten und landen, bei jedem Wetter autonom, heute noch mit Piloten ausgerüstet? Und auf den Strecken, wo der Pilot nichts zu tun hat, nämlich interkontinental, gibt es sogar noch einen dritten Piloten. Und ich glaube ans autonome Fahren, das wird passieren. Die Frage ist, wann? Ich glaube jetzt nicht in 15 Jahren, weil es 100% Thema ist. Aber das Erste, was wir als Gesellschaft lösen sollten, ist, warum sind nicht die Dinge autonom, die einfach wären? Und bei der Salzburg AG wäre es dann natürlich der Obus. Warum ist der nicht autonom? Er fährt langsam, die Strecke ist immer die gleiche. Langsam ist keine Kritik, er muss nicht schnell fahren. Die Strecke ist immer die gleiche, er kann relativ sicher fahren. Warum ist der nicht autonom zuerst? Es ist natürlich fies, jetzt den Ball zurückzuspielen, aber da du glaubst, dass es schnell passiert, bitte. Also den nehme ich gerne auf. Bist du Obusfahrer? Wenn du eine Ausbildung hast, bei uns hast du große Aufstiegschancen. Die Mobilität ist bewegt natürlich unglaublich, aber du hast schon recht. Ich glaube aber auch, dass genau autonomes Fahren auf vorgegebenen Routen beginnen wird, mit Sensoren, mit Punkten, mit Touchpoints, wo ich mich entlang handle. Und dafür sind Buslinien aus meiner Sicht durchaus prädestiniert. Denken eigentlich Frauen und Männer unterschiedlich hinsichtlich vollautonomen Fahren? Also ich glaube, das kann man in Zukunft zum Glück immer weniger sagen, denn es gibt da einfach eine Angleichung und da wird es solche und solche Kategorien geben. Aber natürlich gibt es diesen Personenkreis, relativ klassisch eben, was früher diese Zielgruppe war, männlich, karrierebewusst, Statussymbolbewusst, die das natürlich auch genießen, diese PS selbst zu lenken und das ganze Fahrgefühl selbst zu genießen, womit ja auch die Industrie geworben hat, jahrzehntelang. Das ist ja der USP gewesen in den Werbungen, unendliche Freiheit und Autonomie. Und es ist aber ganz spannend, auch in dem Kontext, wenn Sie zurückschauen, irgendwie, wie wurde die Zukunft in der Vergangenheit gesehen, dann sind wir auch wieder schnell bei dieser technologischen Fixierung, die meiner Meinung nach viel zu stark auch besprochen wird, während auf der anderen Seite dieser soziale und Wertewandel einfach nicht so stark angeschaut wird, weil es immer noch damit konnotiert ist, es ist irgendwie weniger sexy, Technologie ist irgendwie interessanter und macht mehr Spaß. Aber darum geht's, wie verändert sich das Mindset? Und Autofahren ist ein sehr gutes Beispiel, weil Gottlieb Daimler, das ist überliefert, hat damals noch gesagt, seine Prognose für die Zukunft ist die, dass der weltweite Bedarf an mobilen Kraftfahrzeugen die 1 Million sicher niemals überschreiten wird. Warum? Weil es einen Mangel an Fahrer geben wird, schon allein deswegen. Also sprich, damals war Autofahren komplett konnotiert mit, ich lasse mich fahren, es ist an eine Person gebunden und fahren. Es hat eine ganz andere Bedeutung und da sieht man einerseits wieder sehr, sehr schön, dass Expertentum oft auch erst recht zukunftsblind machen kann, also dass man sich da auch nochmal irgendwie öffnen muss, wenn man eben zu sehr sich mit gewissen Themen auseinandersetzt. Es ist ähnlich wie bei einem Bild, wo man so nah dran steht irgendwann, sieht man das große Ganze nicht, das Big Picture.
Und es zeigt sehr schön eben, dass diese soziale Blindheit, wie wir es auch nennen, dieser soziale Wandel doch eine große Rolle gespielt hat. Und da sind wir wieder eben bei dem Thema, möchte ich auch mal vermuten, Herr Thompson, bei Ihrer Tochter, dass die gar nicht so sehr auf das Auto fokussiert als Auto. Das ist eine Form der Möglichkeit, mobil weiterzukommen. Ob das jetzt in Zukunft autonom sein wird oder nicht, das ist weniger meine Expertise. Aber ich denke, grundsätzlich wird es eben um diese On-Demand-Mobilität gehen. Es wird um den Zugang zur Mobilität gehen und nicht so sehr auf das Fahrzeug fokussiert werden. Und es wird vor allem, und deswegen finde ich das wichtig, nochmal in der Gesamtheit zu betrachten, um eine Multimobilität gehen. Also wir sehen jetzt schon, einzelne Fortbewegungsmöglichkeiten sind komplett überlastet. Wir haben unfassbare Stauzahlen mittlerweile. Daraus speisen sich Unfälle etc., was es nochmal verschlimmert und verlangsamt. Dann der Luftverkehr ist demokratisiert worden, sehr, sehr günstig, entsprechend auch knackevoll, dauernd Verspätungen, Chaos. Und deswegen müssen wir die einzelnen Komponenten auch entlasten. Und wenn jetzt alle dann dieses autonome Auto sich bestellen und das ganz individuell herkommt und mich irgendwo hinfährt, dann gibt es halt ganz, ganz viele autonome Autos und das kann auch nicht die Lösung sein, sondern diese Entlastung, dass man sagt, okay, ich habe meinetwegen Internet of Things, eine App und sage, ich muss von A nach B. Was ist der schnellste Weg, je nach Bedarf? Was ist der günstigste Weg vielleicht, wenn ich ein Student bin, wie auch immer? Und dass ich dann Vernetzungsmöglichkeiten, clevere, individualisierte, seamless Möglichkeiten bekomme, um dann von A nach B zu kommen, vor allem natürlich auch in fremden Städten oder gar in fremden Ländern. Und dieses Mindset so ein bisschen zu ändern und so ein bisschen aufzumachen und eben von Sicht der Bedürfnisse dann nochmal drauf zu schauen, zeigt, dass es da unterschiedliche Komponenten gibt, wo das Ganze erst wirklich sinnvoll und meiner Meinung nach dann auch zukunftsträchtig im Sinne von, das verankert sich dann auch im Mainstream wird. Und das hat dann auch wieder mit Städten zu tun, die vital sind und auch ländlichen Regionen natürlich, die sonst eventuell auch leer stehen, also dieses ganze vice versa Vernetzungsprinzip. Und dann sind wir auf einem Next Level auch als Gesellschaft. Next Level, wir sind im zweiten Teil unserer Diskussion, nämlich Arbeit der Zukunft. Herr Schlund, die Robotik wird immer mehr Arbeiten der Menschen übernehmen, das wird so sein. Ich drücke es jetzt mal positiv aus, warum müssen wir uns trotzdem nicht fürchten? Warum müssen wir uns nicht fürchten? Mhm. Ja, weil das nicht von heute auf morgen passiert. Mhm. Und weil wir momentan in eine Phase der Daueraufgeregtheit geraten sind, in der Robotik, gerade in der kollaborativen Robotik. Ich spreche jetzt vor allem für den Bereich Arbeit in der Produktion, da kenne ich mich am meisten auf an dieser Stelle. Da sind vor circa 5 Jahren Systeme sehr, sehr stark im Preis gefallen, die, ich sag mal, für die gemeinsame Arbeit mit Menschen zusammen gemacht und designt sind. Und das hat eine Erwartungshaltung geschürt, dass man auf einmal ganz, ganz viele Tätigkeiten, die heute menschliche Arbeit in der Produktion und um Service beinhalten, dass man die halt substituieren kann an der Stelle. Das ist aber nicht so einfach, das ist nicht so trivial. Und das hat in der Regel, sagen wir, mindestens 3 Gründe. Das eine ist das Thema Sicherheit. Der Einsatz von einem Roboter unterliegt Normen, die am Ende nennen, die wir alle irgendwie gemacht haben. Das sind unsere Werte, die irgendwie in den Normen sich wiederfinden. Und einer dieser Normen heißt halt, ein Roboter darf halt einen Menschen nicht wehtun. Oder ich kann keine Anwendung machen, wo der Roboter einem Menschen so wehtut, dass man im Zweifel blutet oder vielleicht sogar stirbt. Das heißt, man muss eine Applikation bauen, die nicht nur diesen Cobot beinhaltet, sondern jede Menge anderes Geraffel drumherum. Sicherheitsequipment, einen sicheren Greifer. Im Zweifel haben sie noch einen Teil, was irgendwie scharf ist. Auch das müssen sie absichern. Kostet heute immer noch Faktor 4. Mal so viel wie der eigentliche Roboter. Das ist Punkt 1. Punkt 2, industrielle Prozesse sind nicht dafür designt, von Mensch-Roboter-Zusammenarbeit oder Robotern beispielsweise montiert zu werden. Auch das ist ein Prozess, der muss sich ändern. Und ich unterrichte ja selber angehende Ingenieurinnen und Ingenieure, auch das in das Mindset der Leute reinzubringen, die Produkte designen. Übrigens ein Prozess, der wahrscheinlich noch eine Weile uns Menschen erhalten bleibt und nicht künstliche Intelligenz, wobei es da auch schöne Ansätze gibt. Das
Das ist der zweite Faktor, der es bremst. Und der dritte ist das, was wir mit dem Frühstückstisch schon kurz besprochen haben. Es gibt natürlich einen Paradoxon, nämlich, dass ich es meistens nicht schaffe, 100% der menschlichen Tätigkeiten zu automatisieren. Irgendwo in einer Forschungseinrichtung weltweit finden Sie ein Gerät, was das kann, aber nicht industriell machbar. Und uns nützt nichts, wenn wir einen Prozess, den heute ein Mensch macht, in der Montage zum Beispiel, zu 95% automatisieren und wir die anderen 5% damit absichern, dass die ganze Zeit noch ein Mensch daneben steht. Das bringt uns nichts. Und diese Automatisierungslücken vernünftig zu füllen, vernünftig zu organisieren, ist ein Prozess, den haben wir heute noch nicht so im Griff, dass sich das industriell großartig durchsetzt. Das braucht Zeit, das wird kommen. Wann? Prognosen? In der Montage 10 Jahre. Okay. Brauchen Sie noch, damit, sage ich mal, mehr als die Hälfte der Tätigkeiten wirklich von Robotern, in dem Fall kollaborationsfähigen Robotern, übernommen werden kann. Ich persönlich bin sogar pessimistischer, ob sie es dann tatsächlich tun. Weil wir reden nicht nur über Empathie und Kreativität, wir reden auch über, ich sag mal, Feingefühl, Haptik, Handling wiegeschlaffer Teile. Das ist alles in Laboren möglich, umsetzbar, aber sowas industriell einzusetzen, ist eine ganz, ganz andere Liga. Herr Thomsen, Sie sehen das, glaube ich, ein bisschen anders. Also dieses Beispiel, dass in Hotels zum Beispiel sehr bald Roboter die Zimmer aufräumen werden, die Theorie haben Sie ja schon. Ja, das ist eine spezialisierte Aufgabe. Also letztendlich sind die Abläufe, die notwendig sind, um ein Hotelzimmer für den nächsten Gast wiederherzurichten, klar definiert. Und also wir versuchen, von dieser ökonomischen Logik herzukommen. Also wir wissen, was ein Zimmerbube oder ein Zimmermädchen, um geschlechterneutral zu argumentieren, im Monat kostet. Und es gibt gerade bei Entscheidungen, wo es im B2B ist, also wo wir einfach ganz recht unemotional sagen, wie teuer ist Variante A und wie teuer ist Variante B, dann einen Punkt, da ist der Roboter noch zu teuer, also wird ihn keiner kaufen und dann wird es irgendwann diesen Tipping Point geben, wo man einfach sagt, okay, ist billiger. Und je nachdem, wie groß der Wettbewerbsdruck ist, sind Unternehmen natürlich immer angehalten, irgendwie Kosten optimiert ihre Produktion zu machen, weil sie sonst nicht mehr wettbewerbsfähig sind. Ja. Das ist jetzt, also ich weiß, ich habe es heute im Vortrag nicht erwähnt, aber es ist in gesellschaftlicher Hinsicht natürlich eine interessante Fragestellung, weil derzeit besteuern wir menschliche Arbeit. Das heißt, die Zimmerbuben und Zimmermädchen kriegen zwar nicht sehr viel Geld, aber sie müssen vielleicht ein Drittel ihres Geldes sogar noch wieder der Gemeinschaft zurückgeben in Form von Steuern, Sozialabgaben, Krankenversicherung, Rentenversicherung und tragen damit dazu bei, dass ja, die Polizei bezahlt ist, die Straßen gebaut werden können und Bildung in den Schulen stattfindet. Sobald der Roboter diese Tätigkeit übernimmt, dadurch, dass er kein Gehalt bekommt, zahlt er auch keine Steuern. Und wir müssen uns insgesamt gesellschaftlich, also wann der Punkt auch da ist, aber am besten vorher, nicht erst hinterher, dann feststellen, ach du meine Güte, wir müssen uns tatsächlich überlegen, wie zum Beispiel Wertschöpfung innerhalb einer Volkswirtschaft so besteuert wird, dass wir also nicht nur Menschen sagen, okay, du arbeitest, also zahlst du Steuern, sondern dass wir das auch, naja, auf Maschinen übertragen. Mit allen Vor- und Nachteilen, die das hat, weil bislang haben wir immer gesagt, wenn ich automatisiere, wenn ich Robotik einsetze, dann können Sie das von der Steuer abziehen, die Investition, weil wir damit wettbewerbsfähiger werden. Ich möchte ja nun jetzt, also letztendlich möchte ich nur sagen, diese Themen, die kommen auf uns zu und wir sollten, und darum finde ich das so wichtig, so ein Innovation Summit zu haben, möglichst viele Menschen in diesen Denkprozess mit einbeziehen, weil es kommt auf uns als Gesellschaft eine ganze Reihe von Gestaltungsaufgaben zu, die mit den technischen Möglichkeiten, wann auch immer die kommen, am besten vorher geklärt werden, weil sie sonst zu einer Krise führen können. Frau Wager, die Digitalisierung verändert ja auch einfach zunehmend unsere Arbeitswelt. Der Megatrend New Work hebt den Arbeitsbegriff auf eine völlig neue Ebene. Wohin denn genau? Also erstmal finde ich, in dem Kontext ist vielleicht etwas besser, statt von Digitalisierung, von Konnektivität zu sprechen, weil das ganz schön zeigt, dass das Prinzip des Netzwerks eben im Arbeitsbereich, aber auch im Wohn- und Lebensbereich, was sich ja dadurch auch immer mehr vermischt, das Grundprinzip ist und dass es um
real und digitale Vernetzungen geht und konnektives Arbeiten, was die moderne Form der Arbeit ist. Und ich meine, das wissen wir, glaube ich, alle oder auch alle, die hier sind, ist, dass diese Unterscheidung von zu Hause, die früher sehr abgetrennt war von dem Arbeitsraum und Ort und der wiederum sehr abgetrennt von einem öffentlichen oder halböffentlichen Raum, also in der Soziologie spricht man da von erster Ort, zweiter Ort, dritter Ort, war früher sehr, sehr getrennt, war natürlich auch allermeistens so, dass der Mann hauptsächlich auch eher hin und her geswitcht ist, also vom Zuhause in die Arbeit und dann vielleicht noch irgendwo in den Verein oder so. Und die Sphäre der Frau war doch recht auf den ersten Ort fokussiert, auf das Zuhause. Und das hat sich natürlich radikal verändert. Und ein großer Treiber ist die Digitalisierung und Konnektivität. Also das heißt, wir können zu Hause arbeiten, wir können und machen vor allem auch, ob jetzt dürfen oder nicht, in der Arbeit, vielleicht buchen wir mal einen Flug für den Urlaub irgendwie privat. Dann arbeiten wir immer häufiger in Transitorten, am Flughafen oder mal im Kaffeehaus, in der Bibliothek, im Park. Das ist alles nur möglich wegen diesem Vernetzungsprinzip der Konnektivität und Digitalisierung. Und das öffnet natürlich nochmal einen ganz anderen, sehr abstrakten digitalen Raum, mit dem wir jetzt auch noch nach wie vor ein bisschen warm werden müssen und schauen, okay, wie kann man das auf eine kluge, smarte Art und Weise miteinander verknüpfen. Herr Roder, New Work impliziert also auch, dass wir in Zukunft darüber nachdenken, was wir wirklich, wirklich tun wollen, was wir wirklich, wirklich arbeiten wollen. Wie begegnen Sie diesem neuen Denken? Skidate wurde im Trend-Ranking unter die 300 besten Arbeitgeber Österreichs gewählt. Sie müssen das wissen. Ja, gut, ich meine, ich weiß es ja, wie es heute ist. Die Frage ist aber, wie es in der Zukunft sein soll. Und ich stimme da absolut zu. Die Digitalisierung hat das Hauptkonsequenz, dass weiter individualisiert wird und die Möglichkeiten da sind, dass halt Mitarbeiter, Mitarbeitende individueller auf ihre Bedürfnisse Dinge tun könnten. Und auch werden. Das sehen wir natürlich heute schon, der jungen Generation, die sich ihren Job grundsätzlich schon ein bisschen anders aussucht, die auch nicht unbedingt eintritt ins Unternehmen, um das Leben lang zu bleiben. Vielleicht tun sie es doch, vielleicht tun sie es Teilzeit, vielleicht tun sie es mit einer Nebentätigkeit. Solche Dinge werden wir mehr und mehr sehen, werden mehr und mehr Hopper sehen, die wir vielleicht dann nicht mehr als Hopper bezeichnen, weil Hopper vielleicht auch einen leicht negativen Touch hat. Leute, die ihre Kompetenzen bringen, wieder gehen, anderen zur Verfügung stellen. Andere Art der Schnitte der Unternehmungen, dass Unternehmen nicht mehr in der gleichen Value Chain zusammengestellt sind, sondern dass Einzelteile eigentlich von anderen Individuen oder Unternehmen zur Verfügung gestellt werden. All das wird sicherlich möglich werden. Wie weit es kommt und ob es überall kommt, ist eine Frage, die wir sehen werden, die auch mit dem regulatorischen Umfeld zu tun hat, natürlich. Wir sehen heute schon, dass in gewissen Ländern natürlich Dinge ganz anders laufen wie in, zum Beispiel hier. Positiv, negativ ist dann dahingestellt, aber das sind schon Themen, die uns begleiten werden bis 2030. Herr Ebner, inwieweit spricht man denn bei New Work hauptsächlich von jungen Menschen? Wie sollen die älteren Mitarbeiter da mitkommen? Ja, genau, das ist eine sehr gute Frage. Was mir gerade vorher noch in den Kopf gekommen ist, wenn wir mit der Konnektivität weniger zu den Arbeitsplätzen fahren in Zukunft, dann hätten wir ja auch eine geringere Mobilität, oder? Also das wissen wir noch gar nicht, wie sich das New Work-Thema dann auf die Mobilität wiederum auswirkt. Möglicherweise entspannt es dann sogar die Thematik. Ich glaube nicht, ich glaube, es wird mehr werden. Also man hat auch in den 60er Jahren geglaubt, dass jetzt Videokonferenzen zu weniger Reisen führen und das hat zu mehr geführt. Ich glaube, die Individualisierung wird dazu führen, dass man vielleicht im Winter mal irgendwo in den Bergen was arbeiten will und im Sommer am Meer und vielleicht umgekehrt. Ich glaube, dass die Modelle, die uns auch vorgestellt werden, auch flexibler werden. Ich habe vielleicht noch das Zimmer bei meinen Eltern, obwohl ich schon 40 bin und habe dann in der Stadt noch eine Wohnung und. Ich glaube, Mobilität wird zunehmen, aber es ist eine reine Glaubenssache. Aber die Frage haben Sie noch nicht ganz beantwortet. New Work. Wie geht man einem Unternehmen damit um, mit dieser New Work-Denke? Na, ich glaube, es geht darum, dass man beides versucht zu vereinen. Ja? Also, dass man natürlich für die älteren Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen auch Modelle schafft, die funktionieren. Dass man mit sanftem Druck, wenn Sie so wollen, auch die Möglichkeiten der Digitalisierung und der Technologie auch in diesem Bereich gut anwendet und effizient anwendet.
Aber ja, das ist sicher keine leichte Aufgabe. Ich dazu noch ganz, ich finde das Thema auch wahnsinnig wichtig und interessant, weil eben die Gesellschaft, die Menschen werden immer älter, aber sie bleiben auch länger jung. Also das ist ja auch ein Aspekt, diese Phase, in der man wirklich alt, krank und gebrechlich ist, wird immer kürzer, statistisch nachgewiesen. Und dass man dann irgendwie ab 60, 65 sagt, okay, die sind jetzt raus aus diesem, und auch so ein bisschen rausgeschubst, ja, weil viele möchten ja auch noch irgendwie tätig sein, das halte ich für eine unglaublich falsche Herangehensweise und eine unglaublich dumme Herangehensweise. Und so gibt es auch in unterschiedlichen Unternehmen jetzt schon Programme, wo man das wirklich kombiniert und wo man schaut, wie können die Älteren ohne mit so einer gewissen Überheblichkeit, ja, ich weiß jetzt, wie der Hase läuft, weil ich habe die größere Erfahrung, an die Jüngeren herangeführt werden und die Jüngeren gleichzeitig auch, da ist aber jemand, der Erfahrung gesammelt hat, ich dagegen kann mich in der digitalen Welt aus, etc. Und so kann man das kombinieren. Und ich habe neulich eine Studie über junge Startups gelesen und da war ganz oft der Fall, dass die weniger an den Produkten und Ideen gescheitert sind, sondern an Innerdifferenzen im Team, weil das einfach viel zu homogen waren, weil das so zu dynamische Typen vielleicht waren, die sich alle dann doch durchsetzen wollten und dass es so immer mehr Initiativen gibt, wo man sagt, okay, wo sind denn noch Ältere, die eben diese gewisse Gelassenheit und Ruhe irgendwie als Gegenpol reinbringen und diese Allianz, da kann dann wirklich auch Neues entstehen und Pioniergeist im Prinzip. Herr Schitter, die Zusammenarbeit zwischen Corporates und Startups wird ja immer intensiver. Die Salzburger AG ist da sehr früh auf diesen Zug aufgesprungen. Was können etablierte Unternehmen eigentlich von Startups lernen und vielleicht umgekehrt? In beiden Fällen viel. Aber ich möchte vielleicht auch noch ganz kurz zurückkommen auf dieses Thema Jung-Alt. Ja. Ich glaube, das ist kein Unterschied, dass der Junge jünger ist und der Alte älter ist und damit weniger oder mehr aufgeschlossen ist. Was wir merken ist, dass wir heute junge Kollegen haben, die im Denken manchmal älter sind und die Alten, oder Alten, das klingt ja auch schon, die Reiferen, die länger bei uns sind, manchmal viel jünger sind und auch den Innovationen fast ein wenig offener gegenüberstehen. Ich glaube, was man machen muss, und daher bin ich auch der Überzeugung, dass diese Zusammenarbeit mit Startups auch sehr fruchtreich und fruchtbringend für uns ist, Beispiele setzen. Mhm. Ja, und auch die Möglichkeiten geben, einfach zu tun. Und dann sieht man auch, ich sage ganz offen, auch bei uns im Haus, natürlich gibt es immer wieder auch Kolleginnen und Kollegen sagen, was dürfen denn die anderen und wir dürfen es noch nicht. Dann sagen wir, lass die jetzt einmal machen und wenn das gut wird, dann können wir das aufs ganze Unternehmen ausbreiten. Geht also immer um Beispiele, geht immer auch um Tun und Machen und dann auch sehen, dass es gut ist und dann kommen auch die anderen, glaube ich, mit. Was lernen wir von Startups? Sehr, sehr viel. Einerseits natürlich Lösungen für Probleme. Startups sind ja kein Unternehmen mit einem großen Produktpalette. Die haben ein klassisches Problem und das lösen sie. Und wenn wir ein solches Problem haben, dann lassen wir doch dieses durch diese Startups, wie man sie nennt, lösen. Das ist doch eine gute Zusammenarbeit. Der zweite Punkt ist, dass wir sehen, wie man auch agiler, schneller arbeiten kann. Der dritte Punkt ist, dass wir auch sehen, dass auch dieses agile, schnelle Arbeiten furchtbar sein kann. Ja. Weil ich glaube, und das unterschätzt man immer, würde man es jetzt rein organisationstechnisch, betriebswirtschaftlich, was immer ein Startup anschauen, würde man sagen, also was da an Geld verschwendet wird, an Arbeitskraft verschwendet wird, ist eigentlich furchtbar. Keine klaren Prozesse, keine strukturierte Evaluierung, aber unglaublich viel Engagement. Mhm. Wenn man das Ganze mit einem arrivierten Unternehmen und einem jungen oder jüngeren Unternehmen zusammenbringt, dann kann doch was Gutes herauskommen. Ja, die Zeit läuft. Wir sind leider schon am Ende unserer Diskussion. Ich habe aber jetzt noch zwei Fragen via Facebook bekommen, und zwar an Sie, Herr Schitter, und an Sie, Herr Thomsen. Zuerst Herr Schitter. Welchen Nutzen ziehe ich als Kunde der Salzburger AG von der Entwicklung der Digitalisierung oder auch den Innovationen? Das ist eine Frage. Welchen Nutzen als Kunde? Absolut, ja. Ich glaube, es gibt einerseits nicht den Kunden,
oder die Kundin, sondern es gibt immer individualisierte Kunden und genau darin liegt der Punkt. Ich glaube, ihr habt es auch schon gesagt. Die Digitalisierung ermöglicht uns, neue Varianten in den Produkten zu gestalten und damit individueller auf Kundenwünsche einzugehen. Und wir müssen schon ganz offen sagen, alles, was wir hier machen, machen wir nicht, weil wir uns darin gefallen, dass wir jetzt innovativ sind oder was immer, sondern wir müssen schon am Kunden uns orientieren. Der zahlt unsere Produkte, der zahlt auch unsere Arbeit und der ermöglicht es uns dann auch wieder vorwärts zu denken. Also mal ganz konkret, hoffentlich auf die Frage zu antworten. Wir, glaube ich, können mit digitalen Produkten individueller auf Kundenwünsche eingehen, können den Kunden damit stärker binden, im besten Sinn des Wortes, und können ihm damit auch zeigen, hey, die Salzburg AG ist absolut super, die sind Zukunftshit, warum muss ich da anderswo hingehen? Ja, danke. Herr Thompson, die Frage an Sie wäre, wie sehen Sie 2030 die Stadt Salzburg bei der Entwicklung der Mobilität? Ja, ich hoffe, dass wir Fortschritte machen im Vergleich zum Status quo 2018, denn ich glaube momentan nicht... Momentan ein bisschen ein heikles Thema. Ich sag mal, es gibt viele Leute, die sagen, nee, ich will diese neue Zukunft gar nicht. Und ich sage, ja, willst du wirklich im Jahre 2030 noch mit einem nagelnden Diesel im Stau hinterm Lenkrad stehen und deine Zeit verschwenden und Abgase vom Vordermann einatmen? Oder kriegen wir das nicht besser hin? Und ich glaube, es gibt einen Wettbewerb der Städte und der Regionen auch um das Thema Mobilität, und weil es ein Teil der Lebensqualität ist und ein Produktionsfaktor. Insofern würde ich sagen, anstatt hinterher zu hinken, wäre es schon gut, neue Dinge auszuprobieren. Auch mit vielleicht der Gefahr, mal ein bisschen zu früh dran zu sein mit irgendwie einem Projekt, aber offen zu sein. Ich kann nur sagen, also ich fahre regelmäßig autonome Fahrzeuge, weil ich eben relativ viel unterwegs bin und mich das Thema sehr interessiert. Und die Fortschritte sind immens. Also wirklich vom halben Jahr zum nächsten halben Jahr merkt man, wow, das geht. Und ich denke, dass Energie, Mobilität, Klimaschutz, smartes Leben Zusammenhänge haben. Die sind über ein Netzwerk oder in einem größeren Ganzen miteinander verbunden. Und darum finde ich das auch so schön, dass wir jetzt die Grenzen aufbrechen und nicht nur sagen, nee, wir haben nur ein Thema und das ist Energie, oder wir haben nur ein Thema, das ist Mobilität, sondern dass wir als Gesellschaft schon in der Lage sind, auch die Querverbindungen zu machen. Also wie wird die Mobilität 2030 aussehen? Ich würde sagen, wesentlich elektrischer als heute, wesentlich autonomer als heute und hoffentlich auch wesentlich stressfreier als heute. Danke für die Antwort, Herr Thompson. Wir schauen uns jetzt auch die Ergebnisse der Umfrage an. Ah, ich hoffe, Sie haben alle mitgemacht auf menti.com. Ah, wir haben Sie hier schon. Ich muss jetzt aufstehen, weil sonst sehe ich nämlich nichts. Was wird Salzburg bis 2030 maßgeblich beeinflussen und in welchen Bereichen wird es die größten Veränderungen geben? Und die meisten haben für Digitalisierung gestimmt. Vielleicht noch eine kurze Abschlussrunde. Verwundert Sie das Ergebnis? Digitalisierung wird die größte Veränderung bis 2030 bringen. Ja, ich glaube einfach, dass viele Dinge, die wir uns heute noch nicht richtig vorstellen können, im Jahre 2030 genauso selbstverständlich sind, wie heute Dinge für uns selbstverständlich sind, die wir uns vor 12 Jahren nicht vorstellen konnten. Und ich hoffe einfach nur, dass wir es trotzdem schaffen, nicht eine kältere Welt hinzubekommen, sondern eine Welt, die Menschen wirklich glücklich macht, dass wir unsere Welt verbessern. Und das ist genau der Unterschied zu vielen Science-Fiction-Filmen, wo wir denken, oh Gott, wir gehen in eine Zukunft, die ist kalt und unmenschlich und schrecklich. Der Optimist in mir sagt, wir Menschen, wir haben alle möglichen Dinge in der Vergangenheit erfunden und viele davon waren nicht so lustig. Und wir haben es trotzdem geschafft, unser Leben immer etwas besser zu machen. Und keiner von uns möchte mit Leuten tauschen, die vor 50 oder 100 oder 150 Jahren gelebt haben, weil das mag man romantisch verklären, aber ganz ehrlich, das Leben ist besser. Und ich glaube, Innovation ist die Suche nach dem Besseren.
Herr Rohner, Sie vielleicht auch noch ein paar Abschlussworte zu unserer Umfrage. Digitalisierung hat Mobilität und Gesellschaft geschlagen. Es hat mich nicht erstaunt. Also wollen wir die Gesellschaft wirklich verändern? Das wäre ja ziemlich Aufwand. Ha? Digitalisierung, das macht jemand anderer für uns. Und Digitalisierung ist das weiteste Feld. Mobilität wird sich auch verändern, aber Digitalisierung ist auch so dermaßen groß, aber auch undefiniert, dass es eigentlich fast das logische Outcome ist für mich. Für Sie auch, Frau Wager? Ja, es wundert mich auch nicht, dass es die meisten Stimmen bekommen hat. Herr Ebner? Wundert mich auch nicht. Ich möchte sagen, ich nehme vom heutigen Abend mit, dass ich möglicherweise ein Bücherregal haben werde 2030 und hoffentlich diesen humanoiden Roboter, wie beschrieben, der einem das Leben erleichtert. Herr Schlund? Ich muss immer hochgucken, weil das verändert sich ja noch. Also ja, Digitalisierung ist immer noch vorn, ja. Und ich kann auch vielleicht ein bisschen Widerspruch zu dem, was ich gesagt habe heute. Ich kann Sie nur ermuntern, werfen Sie genügend Maiskörner in den Topf, gerade im Bereich Digitalisierung, die werden irgendwann aufgehen. Aber seien Sie nicht übereuphorisch, was den Eintretenszeitpunkt angeht, sondern haben Sie einen langen Atem. Das wird sicherlich das große Thema sein, auch für die nächsten 12 Jahre und darüber hinaus. Herr Schitter? Nicht überraschen, weil Digitalisierung, und das wissen wir, viel, viel stärker in unser unmittelbares Leben oder in unsere Lebensfelder eingreifen werden. Wenn wir hören, dass Roboter uns pflegen könnten in den nächsten 10 Jahren, wenn wir hören, dass Werkzeuge, nennen wir es so unsere persönlichen Assistenten werden, dann wissen wir, dass die unmittelbar an uns dran sind. Und das bewegt mit allen Facetten. Das gibt einerseits eine gewisse Art der Beunruhigung, andererseits aber auch eine gewisse Art der Hoffnung. Daher überrascht es mich nicht, dass sozusagen das Gefühl hier Digitalisierung viel stärker ist, als das starre Mobilitätsthema oder möglicherweise dann Gesellschaft ist. Nein, Digitalisierung bewegt und daher ist es durchaus richtig, dass es ganz vorne steht. Liebe Gäste, ich bedanke mich sehr herzlich bei Ihnen für die Diskussion am Podium. Dankeschön. Viele Seiten der Salzburger Lebensqualität haben ihren Ursprung in der Salzburg AG. Wo sauberer Strom fließt und wo Wärme weiterdenkt. Wo Mobilität jedes Ziel erreicht. Wo ein ganzes Land vernetzt ist. Alles für zufriedene Kunden und alles aus einer Hand. Salzburg AG, wo Zukunft ins Leben kommt.